habe Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Meine Damen und Herren, liebe OER-Begeisterte und auch die Gäste, die jetzt am Livestream diese Veranstaltung verfolgen, herzlich willkommen bei Wikimedia Deutschland. Mein Name ist Valentin Münscher, ich bin Projektleiter im Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur von Wikimedia Deutschland und daneben auch Projektleiter gemeinsam mit Elli Köpf, die später auf dem Podium sitzen wird, des Projektes Mapping OER, Bildungsmaterialien gemeinsam gestalten. Heute im Rahmen des OER-Festivals möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Diskussionsabend zur Zukunft von freien Bildungsmaterialien. Schön, dass Sie da sind. Es fiebt immer so ein bisschen. Ich stelle mich mal in die Mitte, vielleicht ist das dann besser. So, seit Anfang 2015 ist beim Thema OER einiges passiert. Es wurden 2 White Papers veröffentlicht zum Thema Hochschule und Weiterbildung. Die Technologiestiftung Berlin hat Ende des Jahres eine Studie zum Entwicklungsstand und Perspektiven veröffentlicht und es gab verschiedene Tagungen und Camps, so wie heute zum Beispiel. Außerdem hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Machbarkeitsstudie zum Thema Infrastruktur, also technische Infrastruktur beim Thema OER in Auftrag gegeben beim Deutschen Bildungsserver und auch unser Projekt Mapping OER wurde gefördert. Gestern mit der Veröffentlichung des Praxisrahmens für OER in Deutschland ist dieses Projekt zu Ende gegangen und mit der Veröffentlichung des Praxisrahmens ging auch ein fast einjähriger Dialog zu Ende, der, ja, sag ich mal, das Ende des Dialoges ist, aber der Praxisrahmen soll der Ausgang sein, um gemeinsam OER in Deutschland weiterzuentwickeln und voranzubringen. Das Executive Summary, also die Zusammenfassung des Praxisrahmens, liegt auch nochmal in gedruckter Form für Sie an der Seite aus. Also wenn Sie später sich noch ein Exemplar mitnehmen wollen, bedienen Sie sich. Wer die 100 Seiten gerne im Gesamten lesen möchte, kann dies über www.mapping-oer.de tun. Da steht der gesamte Praxisrahmen zum Download bereit. Das Projekt Mapping OER war im Sinne der Wikimedia-Projekte wie Wikipedia sehr offen ausgelegt. Es wurden verschiedene, unterschiedlichste Anspruchsgruppen einbezogen, um gemeinsam an Herausforderungen, an Lösungsansätzen und an Potenzialen von OER in Deutschland zu arbeiten und zu überlegen, was braucht es, um OER das Thema weiter praxisnah zu verankern. Diese kollaborative Arbeitsweise des Projektes hat auch seine Stärke gezeigt, denn es ging nicht nur darum, Leute zusammenzubringen und sozusagen dass ihnen die Möglichkeit zu geben, in einem Raum an weiteren Ideen zu arbeiten, sondern es ging auch darum, Kontakte zu knüpfen und diese Kontakte auch über die üblichen Verdächtigen, die man sonst immer trifft, auch hinaus zu gewährleisten. Und auch das hat ganz, würde ich sagen, sehr gut funktioniert. Schauen Sie am besten einfach selber auch nochmal auf www.mapping-oer.de vorbei. Da finden Sie eine sehr ausführliche Dokumentation, die aus Texten, Fotos und Videos besteht und außerdem eine ganze Reihe an Fachbeiträgen zu den verschiedenen Themenschwerpunkten des Projektes, die das Projekt sozusagen flankiert haben und auch für weitere Inhalte gesorgt haben. Heute, und damit komme ich jetzt auch zum Ende, heute im Rahmen des Projektes wollen wir im Rahmen dieser Veranstaltung mal gucken, wo stehen wir gerade beim Thema OER 2016, was ist passiert und vor allem aber mit Ihnen gemeinsam und unseren Gästen auf dem Podium dahin gucken, wo die Reise hingeht. Was passiert mittelfristig, was muss langfristig passieren? Und ich möchte Sie an der Stelle auffordern und ermutigen, sich zu beteiligen und Ihre Fragen und Anmerkungen mit einzubringen, sodass wir hier die Möglichkeit haben, das zu diskutieren oder auch im Anschluss an die Veranstaltung gerne auch noch beim geselligen Ausklang. So, soweit von mir. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und übergebe jetzt an die Moderation Nina Lindler. Tschüss. Ja, vielen Dank, Valentin Münscher.
Mein Name ist Nina Lindler, vielleicht kennen mich einige von Ihnen. Für mich ist das so ein bisschen wie nach Hause kommen heute hier. Ich hatte 2014 hier die Gelegenheit, die Veranstaltungsreihe Digitale Kompetenzen zu moderieren und freue mich sehr, dass mich Wikimedia gefragt hat, ob ich heute Abend Lust habe. Oh, hier klirrt's, der gute Wein. Hab mich sehr gefreut, dass ich gefragt wurde, ob ich heute Abend Lust habe, die Diskussionsveranstaltung zu moderieren. Einfach ein anderes. Jetzt ist es wieder da. Das geht immer an und aus, dann nehme ich mal ein anderes. Dann müssen wir uns gleich hier aber eins teilen. Klappt super heute. Digitale Kompetenzen hier. So, genau. Also ich habe mich gefreut, dass ich heute Abend nochmal wiederkommen darf und einen Blick in die Zukunft in Sachen OER gemeinsam mit Ihnen werfen darf. Ich erinnere mich, 2014, auch im Frühjahr, ist jetzt 2 Jahre her, bin ich das erste Mal mit OER in Verbindung gekommen und habe damals den Begriff gegoogelt und da kam der Stadtteil OER-Erkenschwick oder die Gemeinde OER-Erkenschwick raus. Ich habe das damals so ein bisschen verglichen mit, es war ja eine kleine Gemeinde und auch diese OER-Community schien mir wie so eine kleine Gemeinde zu sein. Ich habe es heute nochmal gegoogelt, es ist der definitiv nicht mehr der Fall. Kann natürlich sein, dass es einfach nur bei meinem Google so ist, aber ich denke mal, es hat sich einfach ein bisschen was getan. Und ich habe zwar 2015 immer wieder mit digitaler Bildung zu tun gehabt, aber OER tatsächlich war für mich jetzt so ein bisschen außen vor im letzten Jahr. Insofern ist es für mich total spannend, gemeinsam heute Abend mich auf den Stand der Dinge bringen zu lassen und mit Ihnen darauf basierend dann in die Zukunft zu gucken. Wie haben wir das vor? Wir haben heute 2 grobe Blöcke geplant und dazwischen kommen Sie direkt zu Wort. Denn wir möchten das Ganze, ähnlich wie auch das Mapping-OER-Projekt stattgefunden hat, im Dialog gemeinsam mit Ihnen erarbeiten. Der erste Block wird sich mehr dem Ist-Zustand widmen, wo wir einfach ein bisschen resümieren und gucken, was ist denn so passiert in den letzten 2 Jahren, nicht nur für mich, sondern für Sie alle. Und dann machen wir im zweiten Block den Blick in die Zukunft und schauen, was sind denn jetzt wichtige nächste Schritte. Das alles möchte ich gemeinsam auf dem Podium diskutieren mit einer tollen Zusammensetzung, die, so finde ich, was ich so gelesen habe, ganz gut auch die Akteure der OER-Bewegung repräsentiert. Und bitte jetzt Sie ganz herzlich auf die Bühne, stell Sie dann gleich vor, wenn Sie oben bei mir sind. Erstmal einen herzlichen Applaus schon für die Podiumsgäste. Ein paar organisatorische Sachen noch. Ich habe hier einen Aufkleber in der Hand, den haben Sie vielleicht auch vorne auf den runden Tischen ausliegen sehen. Das ist so ein durchgestrichener Fotoapparat. Man könnte von allein drauf kommen, aber ich erkläre es gerne nochmal. Wer heute nicht fotografiert werden möchte, macht sich das am besten sichtbar ans Hemd oder ans Jackett oder an die Bluse, so dass wir wissen oder die Fotografen wissen, dass sie nicht abgelichtet werden möchten. Zudem gibt es natürlich auch einen Livestream, begrüße auch ganz gerne alle, die heute im Livestream zuschauen und die Möglichkeit, sich auch über Twitter heute an der Diskussion zu beteiligen. Über den Hashtag OERDE16 können Sie sich also auch von zu Hause aus melden oder hier aus dem Publikum. Valentin Münscher wird am Laptop sitzen und immer wieder mal mir ein Signal geben, wenn da was Spannendes passiert ist. Genau, das sind die organisatorischen Sachen und dann würden wir jetzt am besten gerne mal starten mit der Diskussionsrunde. Kannst du den Livestream wegen twittern? Weil auf Twitter ich schon. Gerade, okay. Gut. Gut, dann begrüße ich ganz herzlich hier auf dieser Seite Elli Köpf. Elli Köpf ist Projektmanagerin bei Wikimedia Deutschland für den Bereich Bildung und hat zusammen mit Valentin Münscher das Projekt Mapping OER Bildungsmaterialien gemeinsam gestalten geleitet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde und sitzt sozusagen hier als die Frau, die im Moment die aktuellen Erkenntnisse hat und die Diskussion heute mit den Ergebnissen unterfüttern kann. Nicht? Also ich habe die Ergebnisse nicht alleine. Ich hoffe, ihr habt die auch alle. Nicht so bescheiden. Ja, dann haben wir hier an der Seite daneben Joran Mus-Mehrholz. Er ist Inhaber der Agentur Joran und Konsorten und Betreiber der Plattform Open Educational Resources.de.
Er hat das OER-Festival initiiert, was jetzt auch gerade parallel hier stattfindet, wo sicherlich auch sehr viele von Ihnen heute und gestern den Tag verbracht haben. Und er hat sich sehr stark gemacht von Beginn an für die OER-Bewegung und steht ständig im Kontakt mit den Machern und den Menschen, die auch im gesellschaftlichen Kontext OER vorantreiben. Und er kann uns heute auch aus deren Sicht sehr viel erzählen zu, was ist OER gerade und wo sollte es hingehen. Herzlich willkommen. Dann, ich muss meine Karten nochmal umblättern hier. Bei so vielen Leuten muss ich immer ein bisschen ablesen. Ich bitte, das nachzusehen. Saskia Esken, sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete und sie arbeitet unter anderem auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung und im Ausschuss Digitale Agenda. Und sie macht sich in der politischen Landschaft stark für OER und die digitale Bildung allgemein. Sie ist heute hier als politische Gestalterin und Entscheiderin dabei und kann uns sagen, was kann und muss Politik für freie Bildungsmaterialien tun. Herzlich willkommen, Saskia Esken. Und wir haben Arthur Gottwald zu Gast, der ist Referatsleiter für Medien in der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung und er arbeitet in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Kultus der KMK zum Thema Open Educational Resources. Er war aber auch lange Biologielehrer an einem Gymnasium, hat er mir erzählt, und kann also uns heute die Sicht der Schulen und der Verwaltung, aber auch der Lehrer nahebringen, um uns eine Antwort darauf zu geben, wie kann OER in diesem Bereich sinnvoll weiter vorangetrieben werden. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend alle die Zeit gefunden haben. Ich möchte direkt mal anfangen mit Frau Esken. Ich habe auf Ihrer Website gelesen, Sie kommen ja aus dem Nordschwarzwald und die Wahlkreise, Landeskreise Calw und Freudenstadt sind Ihre Wahlkreise. Ich war da schon mal und es ist eine wunderschöne Landschaft mit sehr vielen Tälern und Höhen bis zu 1100 Metern. Sie kennen sich also aus mit Höhen und Tiefen. Wow. Gut, oder? Das war schon mal ein knaller Einstieg. Puh, also ich habe Sie schon mal auf meiner Seite, kann ja nichts mehr schief gehen jetzt. Soll ich die Frage noch stellen oder wissen Sie, was ich verändere? Ist okay. Sind wir denn gerade in der Sache in OER eher auf einem Gipfel oder eher in einem Tal, was würden Sie sagen? Wir sind auf dem Weg zu einem Gipfel, das versteht sich von selbst, weil war eigentlich schon vorangelegt die Antwort, oder? Oder? Ich hatte gehofft, dass das die Antwort ist, aber vielleicht können Sie es mal ein bisschen genauer beschreiben. Also wo sind im Moment, wenn Sie sagen, wir sind noch auf dem Weg, dann sind wir ja noch nicht ganz oben. Wo sind im Moment Sachen, die uns schon ein Stückchen weiter nach oben gebracht haben, wo Sie sagen, da läuft es schon richtig gut und wo sind aber im Moment noch wirkliche Baustellen, wo wir uns noch ganz schön anstrengen müssen und Kraft haben, diesen Berg darauf zu laufen? Also auf beiden Ebenen, sowohl in der Ebene der Akteure als auch auf der politischen Ebene ist es uns, glaube ich, gelungen, einen Schritt heraus aus dem Kreis der Enthusiasten zu machen und einfach auch mit denen zu sprechen, die noch nicht so genau wissen, was eigentlich was sich hinter diesen freien Bildungsmaterialien verbirgt. Wir sind aber da bei weitem nicht im Ziel angekommen und müssen auch jetzt wirklich gemeinsam eben diese Akteure und auch die politische Ebene gemeinsam überlegen, wie kommen wir mit dem, was wir uns unter dem Gewinn, der durch freie Bildungsmaterialien zu erzielen wäre, an Qualität in der Bildung, an Offenheit in der Bildung, wie kommen wir damit tatsächlich auch in die Fläche? Okay. Was sind denn so Probleme, wenn Sie sagen, Sie sind ja auch mit Ihren Kollegen im Gespräch, kommen Sie da gut mit Ihren Vorschlägen an oder wird das überhaupt wahrgenommen? Beschreiben Sie uns mal so ein bisschen, wie das in der politischen Landschaft gerade aussieht. In der politischen Landschaft muss tatsächlich die Überzeugungsarbeit auch in der Richtung geleistet werden. Wir haben bisher Systeme, wie Lehr- und Lernmaterialien erstellt werden und wie die in Schulen eingesetzt werden und wie existieren denn diese Systeme jetzt weiterhin, wie werden die weiterentwickelt, wenn wir mit solchen offenen Lehr- und Lernmaterialien weiter nach vorne kommen. Wird das Schulbuch ersetzt oder werden Schulbuchverlage ersetzt? Wie ist die Zukunft der bisherigen Strukturen? Wie ist die Zukunft der bisherigen Struktur der Zulassung? Wie ist die Struktur des Vertrauens auch der Lehrkräfte in diejenigen, die Lehr- und Lernmaterialien erstellen? Wie kann ich die überhaupt einsetzen? Das sind schon auch Fragen, weil natürlich auch Menschen, die schon mal Schüler, Lehrer oder sonst irgendwie im Bildungssystem beteiligt waren, auch in den Parlamenten sitzen. Das sind schon auch Fragen, die Politiker stellen, ganz praktische Fragen eigentlich. Wie kommen wir da im System damit zurecht? Brechen wir jetzt alles zusammen, was bisher an Strukturen vorhanden war?
zerstören wir da auch oder entwickeln wir nur weiter? Ist das jetzt ein disruptives Modell oder ist das ein entwickelndes Modell? Das sind Fragen, die sich die Politik schon auch stellt. Aber man kann durchaus sagen, es ist in der Bildungspolitik angekommen, OER. Also wenn man dort Akteure darauf anspricht, dann wissen die, was gemeint ist und sind da. Da möchte ich tatsächlich auch in Anspruch nehmen, was ich vorher gesagt habe. Wir sind in der Politik und wir sind in der Landschaft derer, die freien Bildungsmaterialien einsetzen oder die überhaupt Bildungsmaterialien einsetzen, aus der Blase herausgetreten und sprechen jetzt auch mit denen, die bisher mit dem Thema nichts zu tun hatten. Das war vor 2 Jahren, was wird denn hier parallel am Handy gemacht? Vor 2 Jahren hatte ich Joran Muß-Meerholz auch auf dem Podium zu Gast. Da war das, glaube ich, noch nicht ganz so der Fall, dass das soweit schon in die Breite getreten war. Kann man sagen, dass tatsächlich so eine neue Ära für OER angebrochen ist? Ich gebe dir mal mein Mikro. Das kann man immer sagen, es kommt darauf an, welches Interesse man hat. Also ich würde es nicht so sagen. Also ich sehe das eher so als Prozess und da kann man dann auch wieder fragen, ist der langsam oder schnell oder disruptiv oder sowas. Aber das ist immer von dem Interesse geleitet, was man so will dahinter. Also es gibt viele, die sagen, naja, das müsste viel schneller gehen oder jetzt müsste mal der große Sprung kommen oder sowas. Aber man muss sagen, für ein Bildungssystem, wenn man dann auch noch die verschiedenen Ebenen dazu nimmt, wird es ja noch komplizierter, ist das eigentlich eher Lichtgeschwindigkeit. Also so Sachen, dass die sowas wie die KMK eine Arbeitsgruppe einsetzt, die im Jahr Ergebnisse hat, aus denen sofort was wird und so weiter. Das ist also tatsächlich Lightning Speed, gerade für den Bereich Schule. Und in der Hinsicht würde ich jetzt sagen, passiert tatsächlich relativ viel, aber natürlich jetzt noch auf einem Niveau, wo man nicht sagen kann, es gibt in der Schule oder in anderen Bildungsbereichen keine dringenderen Themen. Was läuft denn gerade richtig gut und wo hakt es noch? Also richtig gut ist tatsächlich, komisch das zu sagen und wahrscheinlich bin ich auch nicht dafür eingeladen worden, aber tatsächlich Politik, finde ich. Also so, wir sind relativ schnell in so einem Stadium gelandet, wo es erstmal alle gut finden. Also wenn man sich das jetzt so anguckt, auch die letzten Jahre, ne? Also die OECD hat nochmal diesen tollen Report gemacht, wo sie OECD gerade auch nochmal aus Sicht von Schulentwicklung oder von Bildungssystementwicklung insgesamt und von pädagogischer Sicht hervorhebt. Wir haben das andauernde Engagement der UNESCO dafür. Wir haben auf Bund- und Länderebene und sogar von denen zusammen ein Engagement und eine Befürwortung dafür auf verschiedenen parlamentarischen Ebenen und so weiter. Also da würde ich jetzt sagen, das ist was, wo ich 2012 am ehesten gesagt hätte, da wird so viel nicht passieren in den nächsten 3-4 Jahren und es ist enorm viel passiert. Gleichzeitig muss man sagen, da steht jetzt natürlich was da tatsächlich ein größerer Schritt an, nämlich von dem wir finden es gut zu einem, wie verankern wir es denn, dieser Schritt. Und der ist natürlich viel schwieriger, weil zu sagen, man findet es gut, ist ja meist, solange es nicht mit Geld verbunden ist, relativ einfach. Gibt es denn unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung? Was hat sich da seit den letzten 2 Jahren getan? Aus meiner Sicht ist die Entwicklung so gewesen, also es ist eigentlich als erstes im deutschsprachigen Bereich in der Hochschule groß gewesen, dann hat irgendwie die Schule relativ schnell überholt in den letzten Jahren und so in der Vorbereitung des OER-Festivals ist mir jetzt nochmal klar geworden, dass zumindest im letzten Jahr der Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung so der heimliche Aufsteiger ist. Also wir haben so ein paar Zahlen ausgewertet, wo wir das einfach mal geguckt haben, zum Beispiel Einreichungen im OER-Atlas, den wir heute veröffentlicht haben, wo Projekte und Anbieter aufgelistet sind, bei Einreichungen für die Veranstaltung morgen, kleiner Werbeblock, ausverkauft, aber es gibt einen Livestream, beim OER-Fachforum. Wer hat da was eingereicht, aus welchem Bildungsbereich kamen die Leute, die sich angemeldet haben? Und da hat dieser Bereich Weiterbildung, Erwachsenenbildung so klammheimlich sich so angeschlichen, dass er eigentlich zu diesen ersten beiden fast aufgeschlossen hat, von den Zahlen her. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung, weil dieser Bereich natürlich auch nochmal ganz anders strukturiert ist und vielleicht tatsächlich auch jetzt das überholen könnte, weil er so unordentlich ist. Weil sie beweglicher sind, hat Frau Esken gerade noch ergänzt. Ich gebe das mal wieder, weil wir nicht genug Mikros haben, aber einfach zugreifen, ne, wenn Sie was sagen wollen, da liegen ja die Mikros da. Ja, spannend. Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, als, ich sag's mal lieber so, eine derjenigen, die in dem Mapping-OER-Prozess ganz entscheidend mit dabei war, das, was bisher jetzt gesagt wurde zum Ist-Zustand, deckt sich das so mit den Ergebnissen, die ihr herausgefunden habt? Oder was kann man da noch ergänzen? Wir sind gespannt.
Ja, also auf jeden Fall würde ich Jöran zustimmen, dass ich auch denke, dass der Bereich der Weiterbildung auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich ist. Wir haben im Rahmen des Projekts Mapping OER ja 4 Bildungsbereiche genauer untersucht und das auch noch anhand von 4 Themenschwerpunkten. Und ich würde schon sagen, dass man ein Stück weit immer gucken muss, wie die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse in den Bildungsbereichen sind auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss man auf jeden Fall auch die Chancen und Potenziale der einzelnen Bildungsbereiche sehen. Und da gibt der Praxisrahmen auf jeden Fall eine ganze Menge her. Und ja, jetzt mal herausgegriffen würde ich sagen, Weiterbildung hat es ein Stück weit schwer. Also wir haben ja im Praxisrahmen auch 4 Handlungsfelder benannt und eins davon ist die Förderung und Anreizsysteme. Wenn man sich jetzt die Förderung anguckt, ist, glaube ich, der Bereich der Weiterbildung der Bereich, der es dann da am schwierigsten hat, eben genau, weil er so agil ist, wie wir es gerade schon besprochen haben. Dadurch fällt er, glaube ich, oft ein bisschen raus. Auf der anderen Seite erreicht man aber darüber natürlich eine unglaublich große Masse und hat daher ein sehr großes Potenzial. Der Bereich der Hochschule auf der anderen Seite aber ist natürlich auch ein Bereich, in dem ja Open Educational Resources, wie Jöran ja gerade schon gesagt hat, schon eine relativ lange Geschichte hat oder nicht mal nur OER als Begriff. Insofern, ich glaube, wir müssen uns auch so ein bisschen fragen, wie wir jetzt quasi ja, weiter in diesem Feld arbeiten. Und ich glaube, ein Punkt, der durch Mapping OER sehr gut sichtbar geworden ist aus meiner Sicht, war, es waren sehr viele unterschiedliche Bereiche aus unterschiedlichen, also Akteure aus unterschiedlichen Bereichen, die zusammengekommen sind. Und das ist leider ziemlich selten. Und das war, glaube ich, auch für die Beteiligten ein großer Mehrwert. Und daraus heraus abzuleiten, wie die Bedürfnisse sind. Und ich glaube, wir haben jetzt heute alle, die im OER-Camp dabei waren, auch sehr viel über Bedürfnisse und Wünsche gesprochen. Ich glaube, das ist was, was wir uns gerade im Hinblick auf Anreizsysteme oder Förderungen ganz stark fragen müssen. Was wird dann nachher gebraucht in der Praxis und was hilft nachher dem Lehrenden selbst? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Frage oder auch etwas, wenn man mich jetzt fragt, was ist noch so ein Feld, wo es so ein bisschen hapert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Verankerung dieser vielleicht Metadiskussion, aber vielleicht auch einfach sehr zielgerichteten Diskussionen in die Praxis nachher. Und ich glaube, das war eben auch was für uns im Projekt, was uns ganz wichtig war. Und genau, dass halt nachher die Dinge und die Ideen, die im Raum stehen, auch in der Praxis umgesetzt werden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und die liegt bei jedem von uns. Das kann ich direkt mal weitergeben an Herrn Gottwald. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, Bildung muss vor allen Dingen adressatengerecht bleiben. Was kann denn aus Sicht der Verwaltung und der Schulen getan werden, damit OER da einen Beitrag zu leistet? Also aus Sicht der Schulen wird, glaube ich, schon einiges getan. Denn Lehrer sind und Lehrerinnen sind Jäger und Sammler. Und alle die sich im Internet bewegen, suchen natürlich immer nach Materialien und finden auch eine ganze Menge. Das sieht man, wenn man mit Lehrkräften spricht. Und die erzählen, da habe ich das gefunden. Und wenn man sich austauscht, sieht man, dass sie schon viel unterwegs sind. Und wer auch sehr viel unterwegs ist, das sind Schülerinnen und Schüler. Viel mehr, als wir denken. Und das ist auch etwas, was wir viel mehr in den Fokus nehmen sollten. Nämlich die Schüler selber, die Lernenden selber. Und man findet, glaube ich, nicht nur im Schulbereich etwas, sondern auch im Weiterbildungsbereich. Jeder findet das, was er gerne möchte. Und das ist das, was wir in Schule zurzeit ja nicht ganz zu haben. Da haben wir verordnet Schulbücher. Und diese Schulbücher sind nicht immer das, was Schüler heutzutage mögen. Die sind eben anders aufgewachsen. Die arbeiten mit anderen Formaten, schauen sich Videos an, Audios hören sie sich an, haben bewegte Bilder und schöne Grafiken, schöne Animationen. Und da ist so ein Schulbuch eigentlich ein bisschen langweilig, wenn es als PDF daherkommt. Und da kann Schule im Prinzip eine Menge machen. Nur, das ist ein systemisches Problem, was wir zurzeit noch haben. Und deshalb arbeitet die Kultusministerkonferenz auch intensiv daran, einen Rahmen zu setzen, mit dem man das umsetzen kann. Denn Schulen sind ja nicht einfach frei, dass sie sich irgendetwas so anschaffen können. Wir haben Zulassungen für Bildungsmedien in einer ganzen Reihe von Bundesländern immer noch. Nicht in jedem, also in Hamburg haben wir das nicht. Das heißt also, ich kann nicht einfach dahergehen und sagen, jetzt machen wir das formal, wir arbeiten jetzt in unserem Jahrgang nur noch mit OER, wir verzichten auf ein Schulbuch. Es wäre schön, wenn Schule das
könnte, wenn sie so frei wäre. Aber dafür müssen noch einige Hürden genommen werden. Und dieses, wo stehen wir? Also wir sind immer noch dabei, durch ein paar Täler zu gehen und machen immer so ein paar Geländefortschritte. Aber wir sind noch lange nicht auf dem Gipfel und wir müssen eine ganze Menge dazu tun. Und ich muss sagen, das konservativste System einer Gesellschaft ist eigentlich immer das Bildungssystem. Und bis da tiefgreifende Veränderungen kommen, muss man schon eine ganze Menge tun. Spielt OER denn wirklich im Alltag von Lehrenden eine Rolle? Was haben Sie da für Erfahrungen aktuell? Wie sieht es aus in der Schullandschaft? Naja, wenn ich jetzt eine Schule in Hamburg sehe, und das ist eine Schule, wo ich in jedem Fachunterricht, in jedem Klassenraum einfach mein Smartphone rausholen kann und das im Unterricht benutzen darf. Oder ich habe ein Tablet dabei, das ich benutzen darf. Dann spielt der Bereich OER eine sehr große Rolle. Denn genau das ist das, was fehlt, nämlich Materialien für so einen systematischen Einsatz. Da genügt dann das Schulbuch gar nicht. Und in Hamburg haben wir Schulen, 6 Pilotschulen, die haben auch digitale Schulbücher zur Verfügung, benutzen aber sehr viel, was sie frei im Netz finden, weil es tolle Materialien gibt. Jetzt geht mein Blick in ein anderes Bundesland, irgendeins von den Flächenländern, und dann gehe ich auf irgendeine Dorfschule, ganz egal welche, dann habe ich dort eine ISDN-Verbindung und dann wird es schon schwierig mit Open Educational Resources, die ein bisschen andere Formate haben als eine Word-Datei oder eine PDF-Datei. Das wäre einfach, aber das ist genau das, was eigentlich gar nicht so gewünscht wird, auch nicht von Lehrkräften. Die wollen die digitale Entwicklung, die inzwischen in der Gesellschaft ja doch mit einem rasanten Tempo voranschreitet, auch in ihren Unterricht einbinden. Und das ist oft schwer. Stellen Sie sich vor, Schulalltag, was haben wir an der Schule? 800 Schülerinnen und Schüler, wir haben 2 Computerräume, 25 Plätze und wir haben 3 mobile Notebooksätze. Um in dieser Woche dahin zu kommen, muss ich mich eintragen in eine Liste. Mittwochs 3. Stunde, das ist dann meine Stunde. Da steht schon jemand und da steht auch die nächsten Wochen schon drin. Das ist ein Informatikkurs, komme ich gar nicht rein. Also habe ich mit meinem Stundenplan Pech. Ganz einfach. Und wenn die Schule sagt, Handyverbot oder private Geräte dürfen wir nicht nutzen, wie auch immer, dann habe ich eigentlich kaum eine Chance, im Unterricht das zu benutzen. Also drehe ich das Ganze eventuell um und mache mit Flipped Classroom, das machen dann viele Lehrkräfte, dass man sagt, ihr habt ja zu Hause eure Geräte, könnt ihr benutzen, da habe ich was für euch. Und ich gebe euch ein paar Tipps, ein paar Adressen, ansonsten sucht ihr das, was für euch richtig ist. Und das ist etwas, wo wir auch in der ganzen OER-Diskussion immer darauf achten müssen. Wir müssen bestimmte Schritte relativ früh schon beginnen. Also die Infrastruktur an Schulen ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir lösen müssen, was wir anpacken müssen. Es kostet wahnsinnig viel Geld, aber wir müssen das als erstes mit umsetzen, dass wir wirklich in der Schule so arbeiten können, systematisch und in jedem Unterrichtsfach. Was ich da so raushöre, sind 2 Kernpunkte, wo man sagen könnte, da hakt es gerade noch. Das eine ist technische Infrastruktur, das andere aber auch unser Bildungssystem und der Föderalismus. Und das würde ich ganz gerne nochmal an Frau Esken weitergeben. Wie sind da im Moment so die, ja, was gibt es für Ideen, damit umzugehen? Also die technische Infrastruktur, wenn es jetzt tatsächlich um den Breitbandanschluss geht, der ja doch relativ auch breitbandig sein muss, damit eine große Anzahl von Schülern, Schülerinnen und Schülern an so einer Schule und Lehrkräften gemeinsam digital arbeiten können. Da ist der Breitbandausbau, das Förderprogramm des Bundes und der Länder, die ja immer jeweils ihre Komplementärfinanzierung dazu auch machen, nicht ungeeignet. Sicher sind 50 Mbit möglicherweise für so eine Schule kein großartiges Ziel. Tatsächlich sind aber in der Bewertung der Förderanträge sind öffentliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen sozusagen bringen Zusatzpunkte. Es bringt Zusatzpunkte, wenn man einzelne solche Einrichtungen mit einer höheren Bandbreite anstrebt. Und es bringt Zusatzpunkte, wenn man direkt mit Glasfaser an diese Einrichtungen ranfährt. Das habe ich alles nachgefragt beim Breitbandbüro des Bundes, sodass also die Zielsetzung einer Kommune, ich möchte gerne meine Schulen gut angebunden sehen, auch wirklich verwirklicht werden kann mit diesen Fördermitteln. Gebe ich jetzt einfach mal so überall bei Ihnen rein, ja, dass man da auch die Anträge entsprechend formuliert.
Aber natürlich ist das eine Aufgabe, die einfach die Kommunen jetzt auch angehen müssen. Da wissen wir natürlich, dass Kommunen auch unterschiedlich finanziell leistungsfähig sind. Und dann ist es damit noch nicht getan. Dann müssen möglicherweise auch Klassensätze von Geräten angeschafft werden. Oder man muss überlegen, wie man die Eltern mit in die Finanzierung mit einbezieht und Ähnliches mehr. Und auf der anderen Seite die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen politischen Ebenen, die da zusammenspielen müssen, möglicherweise auch, um die Weiterentwicklung des Bildungssystems, das so eher von der Tendenz her konservativ ist. Das ist eine schwierige Sache jetzt in der Situation nach der Föderalismusreform 2, weil wir tatsächlich nicht die Möglichkeit haben, als Bund jetzt die Kommunen und auch die Länder bei der Weiterentwicklung des Bildungssystems zu unterstützen, auch mit finanziellen Mitteln. Die Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Länderebene funktioniert immer mal wieder recht gut. Ich erinnere an die gemeinsame Anhörung, die man zu OER veranstaltet hat, die ja zu einem sehr, sehr positiven Ergebnis gekommen ist von der Einschätzung her. Jörn hat es vorher angesprochen. Und jetzt aber zu einer konzertierten Aktion zu kommen, ist eben auf der Grundlage dieses sogenannten Kooperationsverbots gar nicht so einfach. Das bedauern wir auch sehr. Sie hatten vorher gesagt, aus welcher Fraktion ich stamme. Wir würden es sehr gerne überwinden, das Kooperationsverbot. Aber da gibt es eben Widerstände auch. Ich finde das gerade ganz interessant, weil die Dinge habe ich jetzt schon im letzten Jahr gehört, wenn ich mich mit digitaler Bildung allgemein befasst habe. Was ist denn jetzt das Besondere oder welche Rolle spielt OER in einem Gefüge von digitaler Bildung allgemein? Vielleicht Elli. Das ist das böse Mikrofon, du kriegst das. So, ich würde dazu sehr gern was nochmal ergänzen, weil das auch im Rahmen unseres Projekts eigentlich quasi an jeder Stelle immer wieder kam, dass neben der technischen Infrastruktur auch weitere Prämissen eigentlich notwendig wären, damit OER das entfalten kann, das Potenzial, das wir alle darin sehen. Und das ist vor allem nochmal ein Ausbau von Medienkompetenz oder ein erweitertes Verständnis und auch eine, ja, die Bedeutung von Medienkompetenz wirklich zu erkennen und den Ausbau dessen und zum anderen aber auch die Etablierung einer Kultur des Teilens, dass quasi allein durch Technik oder allein durch die technischen Möglichkeiten und Tools das noch nicht gemacht ist und das im Prinzip im Hinblick auf deine Frage, was hat das jetzt mit digitaler Bildung zu tun, dass es nicht nur um OER alleine geht, sondern wirklich OER ist da ein Vehikel, an dem sich sehr viel manifestiert und diese Prämissen, die ich jetzt gerade benannt habe, finde ich, sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, die nur, weil sie irgendwie quer liegen, glaube ich, oft runterfallen. Und bei der technischen Infrastruktur bleibt man dann noch, weil es irgendwie am besten vorstellbar und greifbar ist. Bei einer Veränderung von Lernkultur ist es allerdings natürlich schon schwieriger, da zu sagen, okay, wo setzt man an und wie trägt man das dann nachher in die Breite? Gib bitte das Mikro mal weiter. Ich höre schon, du möchtest widersprechen. Ja, nicht direkt, Elli, widersprechen. Aber insgesamt gibt es in der Debatte so eine Richtung, die mir Sorgen macht, nämlich eine totale Überladung des Themas OER. Also da steckt plötzlich so viel drin, weil OER so an der Schnittstelle liegt zwischen pädagogischen Fragen, Infrastrukturfragen, also Digitalisierung, technische Fragen und rechtliche Fragen. Und die Schnittmenge, da findet man ganz viele Fragen zu OER, aber es hängen eben ganz viele Sachen damit zusammen, als Voraussetzungen, als Rahmenbedingungen und so weiter. Und da wäre ich vorsichtiger, als viele bisher oder gerade jetzt das im Diskurs machen, OER mit all dem zu überladen. Also OER ist für mich eine relativ schnöde infrastrukturelle Frage, wie organisieren wir was? Und dann wird es interessant, wenn es als Antwort auf bestimmte Fragen zum Beispiel im Bildungsbereich eingesetzt werden kann. Und ich glaube, ich finde es gar nicht verwunderlich zum Beispiel, dass die ganzen Praktiker das nicht kennen. Also es wird für mich auch gar nicht, also auch diese Idee, wir machen das Thema more sexy oder sowas, ist es nicht. Also es ist halt interessant, wenn man es einbringen kann sozusagen als infrastrukturelle Antwort bei Fragen, die zentral sind in den Bildungsbereichen. Die sind ja verschieden, wie Elli schon gesagt hat. Also wenn man in der Schule sich überlegt, okay, wir wollen, dass die Lernenden Material im Netz selbst finden, das halbwegs rechtssicher verwenden können, vielleicht sogar was damit anfangen und es wieder veröffentlichen können, dann ist OER Teil der Antwort. Wenn wir wollen, dass, wenn wir mal im Bereich Schule bleiben, Lehrer stärker in Teams zusammenarbeiten, hatten wir gerade letzte Woche eine sehr interessante Studie dazu.
Und die sagt, Lehrer wollen eigentlich schon. Und wenn die das jetzt aber wirklich wollen und machen können, dann ist halt OER ein interessanter Teil der Antwort, wenn sie gemeinsam Materialentwicklung machen können. Wenn wir sagen, es geht darum, dass die nicht nur im Schulbuch gucken, sondern vielfältige Medien haben etc., dann ist OER wieder ein interessanter Teil der Antwort. Aber das Konzept OER selbst ist eigentlich relativ klein und nur ein Puzzle in diesem Gesamten. Und da sind auch viele Sachen drin, auch ich habe jetzt diesen Praxisrahmen ja noch nicht in der Ausführlichkeit studieren können. Ich habe im Executive Summary gelesen, es gibt bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel eine Kultur des Teilens. Und da würde ich sagen, das ist keine Voraussetzung, weil dann können wir sagen, hören wir jetzt auf mit der Debatte, weil wir haben keine Kultur des Teilens. Ja, und wir werden sie auch nächstes Jahr nicht haben. Ja, Entschuldigung. Nein. Nee, dann würden wir direkt jetzt mal das Mikrofon weitergeben. Also ich würde an der Stelle gerne einfach mal deutlich machen, dass Lehrkräfte nach meiner Erinnerung aus meiner eigenen Schulzeit und vielleicht sogar auch noch zum Beginn der Schulzeit meiner Kinder durchaus nicht nur Schulbücher verwendet haben, denn zugelassene Schulbücher oder auch frei ohne dieses Zulassungsverfahren gibt es sehr wohl und die werden auch angeschafft und die werden auch eingesetzt, aber es wird auch sehr viel anderes Material eingesetzt. Es werden schon immer, wenn es noch auf der Matrizenmaschine war früher, es werden schon immer auch eigene Bildungsmaterialien sozusagen erstellt und komponiert aus Dingen, die ich irgendwo finde. Ja. Nur ist es eben schwierig geworden, in dem Moment, wo die Digitalisierung eingesetzt hat und wo auch praktisch die Gefahr natürlich viel größer war, bei einer Urheberrechtsverletzung erwischt zu werden. Das muss man einfach mal so sagen. Ja? Weil ich weiß nicht, ob vor 20 oder 30 Jahren Lehrkräfte sich arg viel Sorgen darüber gemacht haben, ob irgendjemand ihr Arbeitsblatt mal daraufhin überprüft, ob da irgendwas, ja, wahrscheinlich nicht, aber die Gefahr ist aufgekommen. Und zwar, ich erinnere an da so einen Begriff, der technisch nicht ganz korrekt ist, aber ich sage Ihnen das einfach mal, Schultrojaner, ja. Da war irgendwas und dann ist, ich glaube, das hat schon auch so ein bisschen die Kultur des Teilens kaputt gemacht. So, und jetzt stehen wir vor der Frage und da ist tatsächlich, sind tatsächlich die OER die Lösung, Materialien einsetzen zu können, rechtssicher und zu wissen, was ich damit machen darf und was ich damit nicht machen darf und eben wieder hinzukommen zu einem selbstgenerierten Content, den ich zum Lernen einsetzen kann und den ja, weitergeben, austauschen, verändern, wisst ihr Ahne. Ja? Ja, ist doch so. Okay, ich würde ganz gerne, weil wir uns ja vorgenommen haben, Sie alle auch zu beteiligen, weil Sie ja auch Teil des Mapping-Prozesses waren, jetzt auch darum bitten, nochmal den Ist-Zustand aus Ihrer Sicht zu ergänzen oder auch zu den Dingen, die jetzt bisher auf dem Podium genannt wurden, Fragen zu stellen. Also was würden Sie sagen zum Ist-Zustand Anfang 2016 OER muss unbedingt noch genannt werden? Wir haben zwei Mikrofone, ein Mikrofon, was jetzt auch ins Publikum geht. Nimm am besten mal das, sonst haben wir. Das ist aber das, was nicht so gut funktioniert. Das Schlechte? Ja? Wir probieren es mal. Ansonsten wiederhole ich die Frage, wenn es nicht ganz funktioniert. Also, ich ermuntere Sie gerne, jetzt Fragen zu stellen oder Anmerkungen und Ergänzungen zum Ist-Zustand zu nennen. Sind alle kaputt vom Tag heute? So zaghaft. Hier vorne, der Herr. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, damit wir ja, wissen. Ja, Karl Kirst, ich bin Lehrer und im Vorstand der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Ich wollte einfach nur Jöran zustimmen. Das mit dem Schnöde hört sich natürlich erstmal so an, dass das heißt, nicht so wichtig. Es ist natürlich verdammt wichtig, weil die Schnittstellen ja wichtig sind, aber ich denke auch, dass die Einschätzung absolut richtig ist. Meine Kolleginnen und Kollegen interessiert natürlich erstmal, dass sie gute Bildungsmaterialien haben. Die zweite Frage ist, unter welcher Lizenz sie stehen. Oder vielleicht sogar erst die dritte oder vierte Frage. Das muss man auch so sehen. Deswegen ist die Frage trotzdem nicht unwichtig. Die ist verdammt wichtig. Aber wir dürfen uns nicht wundern, wenn Kolleginnen und Kollegen erstmal nicht darauf ansprechen. Die wollen natürlich erstmal Unterricht machen. Darf ich vielleicht ganz kurz, ich freue mich gerade, dass ein Lehrer da ist. Vielleicht können Sie mir mal ein bisschen schildern, nicht wirklich, weil ich es interessant finde. Also welche Rolle spielt OER tatsächlich im Alltag eines Lehrers? Also wie ist das da? Gut, ich bin dann
sicherlich in mancher Hinsicht nicht unbedingt ganz typisch. Ich bin natürlich sehr viel interaktiv oder aktiv im Internet unterwegs. Für mich ist das wichtig, weil ich dort eben auch publiziere. Ich publiziere eigene Ideen oder ich suche mir da auch Materialien, Ideen. Und dann achte ich natürlich schon auf die Urheberrechtsfrage. Für meine Kolleginnen und Kollegen spielt das dann eine Rolle, wenn sie etwas weiterverarbeiten wollen. Aber wie gesagt, in der Praxis geht es erstmal darum, wo finde ich irgendein Material? Und erst dann, wenn wir erreichen, dass tatsächlich mehr online publiziert wird, online ausgetauscht wird, die Möglichkeit natürlich auch besteht, wir haben zum Beispiel bei uns an der Schule kein WLAN für Lehrer, dann, erst dann, wenn solche infrastrukturellen Maßnahmen gegriffen haben, erst dann wird die OER-Frage wahrscheinlich auch in der Praxis ein breites Thema. Dennoch muss man sich jetzt natürlich vorbereitend damit beschäftigen. Vielen Dank. Möchten Sie gerne was ergänzen? Klar, Herr Gottwald. Das kann ich gleich gerne unterstützen, denn das ist genau der Punkt. Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Das eine Stichwort war, auch wenn es 3 oder 4 ist. Es geht hier leider immer die Mute-Taste an. Und jetzt? Jetzt ist es aus. Jetzt ist es wieder an. So viel zu technischer Infrastruktur. Kein Thema. Es ist ja nur ein bisschen leise gestellt, aber ich glaube es... Jetzt ist wunderbar, jetzt hören wir Sie. Okay, gut. Alles klar. Also, obwohl es 3 oder 4 genannt wurde eben, die Rechtssicherheit ist schon ein richtiges Problem geworden inzwischen. Normalerweise haben Lehrkräfte eigentlich, was so Urheberrechte anbetrifft, überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Das ist historisch gewachsen. Die haben ihre Sachen zusammengeschnippelt, zusammengestellt. Als die ersten digitalen Materialien kamen, haben sie die auch überall hingestellt, auch geteilt. Es hat ja niemand danach gefragt. Nur inzwischen gibt es ganz viele Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, genau danach zu suchen. Und die finden. Und man kriegt Abmahnungen. Also wir haben in unserer Behörde auch schon Abmahnungen für Veröffentlichungen gekriegt, wo man dann denkt, das sind irgendwelche Aufgabenbeispiele und da ist doch tatsächlich irgendeine Zeichnung, eine handschriftliche, wo dann jemand gesagt, das habe ich selber gemacht, ein Plagiat irgendwo her und dann kommt eine Rechnung ins Haus und man sagt, dafür kannst du jetzt 1.500 Euro bezahlen, dann kriegst du kein Verfahren. Gut, das kann man bisher noch einigermaßen durch Rechtsabteilungen abwehren, aber das wird immer größer und das spricht sich rum und Lehrkräfte haben einfach keine Rechtssicherheit, die brauchen sie unbedingt. Und was sie auf jeden Fall brauchen, sind gute Materialien. Und Sie sind eine der innovativen Lehrkräfte, die sowas auch tun. Zum.de kenne ich schon aus den 90er Jahren. Da war es, als es anfing und meine Referendare, die ich damals ausgebildet habe, haben alle ihre Unterrichtsvorbereitungen, die sie machten für Hospitationen, Unterrichtsbesuche, wenn Seminarleitungen dahin kamen, dort mit hingestellt auf zum.de, damit andere davon profitieren konnten. Die haben angefangen, das Teilen auch zu lernen, weil sie auch solche Sachen dann dort wiederfanden. Aber das Teilen selber, und da muss ich Joranus mehr als recht geben, diese Kultur haben wir noch nicht. Und die wird auch in der Lehrerbildung, Ausbildung erste Phase, überhaupt nicht thematisiert. Und wenn jemand in seinen Unterricht geht, er wird eigentlich darauf ausgerichtet, schön alleine seinen Unterricht zu machen, und die Teamarbeit ist eigentlich nie Thema. Und das muss Thema von Ausbildung werden. Wie arbeite ich zusammen im Team? Was bringt mir das? Und das auch praktisch erproben. Eine Rückfrage von Jöran und dann gehen wir wieder zurück ins Publikum. Ich habe ein rotes Licht, aber trotzdem. Was ich fragen wollte, zahlt die Behörde für die Lehrkräfte? Was soll sie zahlen jetzt? Wenn es nicht abwendbar ist, die Abmahnung. Das ist die Frage, also wenn sowas ist, bisher tut sie das. Also wir haben auch über sowas schon mal gesprochen, ob man eventuell einen Risikofonds einrichtet, falls sowas passiert, also generell auf Bundesebene. Nein, man muss sich über sowas Gedanken machen, denn das kann immer passieren und normalerweise ist der Arbeitgeber auch gehalten, etwas, was vom Arbeitgeber in Auftrag gegeben wird, dann auch rechtsmäßig und risikomäßig abzusichern. Also ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich noch viel schlimmer ist als eben schon dargestellt, weil diese Entwicklung der Digitalisierung ja in den Schulen tatsächlich, wenn man das Material anguckt, jetzt erst einsetzt. Und wenn man dann 2 Entwicklungen nebeneinander hält, nämlich dass das Kopieren bei digitalen Medien ja so viel einfacher ist und gleichzeitig das Auffinden von Kopien so viel einfacher ist, dann kann man sich vorstellen, dass das wirklich durch die Decke geht.
Rechtsverletzungen und die Aufdeckung von Rechtsverletzungen in diesem Bereich. Genau, deshalb sind wir dabei jetzt auch, was unsere Arbeitsgruppe in der Kultusministerkonferenz mit dem Bundesbildungsministerium anbetrifft, dabei das Thema Rechtssicherheit ganz nach oben zu stellen, nicht 3 oder 4, sondern wirklich ganz nach oben, dass man informiert, aufklärt, wie kannst du denn, dass man es 100%ig hinkriegt, geht nicht, aber wir wissen, dass die Lehrkräfte in diesem Bereich OER sehr, sehr, sehr unsicher sind. Was kann ich eigentlich machen? Und das, was OER ja eigentlich als Stärke hat, nämlich das Verarbeiten, dass Schüler etwas bekommen, was sie dann durch eigene Sachen ergänzen oder verändern, oder eine Lehrkraft, die sagt, ich habe hier ein paar Inklusionsschüler, denen kann ich helfen, wenn ich das Ganze in leichter Sprache mache. Das machen die dann selber und sagen, na, das können andere auch gebrauchen. Veröffentliche ich wieder. Nur wenn in dem Urmaterial wieder irgendwas war, was doch nicht so ganz richtig ist, dann weiß man das nicht. Und deshalb, ich persönlich plädiere für einen, naja, ich sag mal so eine Art Stempel, also für die Marke OER. Und jeder weiß, wenn OER draufsteht, dann ist auch OER drin. Ja, Elli möchte noch kurz was ergänzen, dann würde ich wieder zurück ins Publikum gehen. Ich gebe dir mein Mikro. Ja, ich würde ganz gerne zu dem Punkt Rechtssicherheit auch noch was anmerken. Das war auch ein großes Thema bei uns beim Mapping OER. Und in dem Kontext ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, immer nochmal die Schnittstelle zwischen Information, Beratung und Qualifizierung nochmal aufzumachen. Weil gerade aus dem Themenfeld der Unsicherheiten, die jetzt hier beschrieben wurden, oder diesem Wunsch nach Beratung oder Unterstützung, wurde ganz deutlich, dass eben eine Qualifizierung allein oftmals einfach dann auch nicht reicht. Da reden wir auch ganz schnell über den Fragetitel OER in der Praxis oder wie soll man das Kind denn dann nennen. Aber das wollte ich nur noch mal mit einbringen, dass ich glaube, dass genau an der Stelle der Rechtssicherheit und der Fragen, die dort aufkommen, eine Beratungsstelle in irgendeiner Form oder sowas wie Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sind, was eine Möglichkeit der Lösung auch angeht und dass man mit Informationen alleine, glaube ich, da nicht weiterkommt. Eine Ergänzung noch von Jürgen, dann machen wir weiter mit Publikumsfragen. Danach bin ich auf 10 Minuten unruhig. Ganz spannende Entwicklung, die wir gerade sehen, die an diese rechtlichen Fragen und den Kern, was macht OER gerade so 2016, anknüpft, ist, dass wir sehen, dass Leute, die sehr viel Wert auf Rechtstreue im Urheberrechtsbereich legen, plötzlich das Thema OER entdecken als quasi kostenlose Fortbildung zu Urheberrecht für alle. Und wir hatten eine Einreichung beim OER Award, der morgen Abend verliehen wird. Ist ausverkauft, aber es gibt einen Livestream. Wir hatten ein Projekt, das eingereicht wurde und ist tatsächlich, wie soll ich das sagen, also ich sage mal nicht den Namen, aber es ist eine sehr, sehr große Marke, die eine Initiative gestartet hat, wo sie sagt, sie klärt über OER auf. Der Hintergedanke dieser Initiative ist, dass über Urheberrechte aufgeklärt wird und das, was man alles nicht kopieren darf, wird hauptsächlich erklärt in dieser Initiative. Und das machen die als OER-Materialien, also gar nicht sozusagen dieses viel diskutierte und ja auch mit viel Quatsch diskutierte Lobby Materialien-Schiene, sondern die machen Materialien, die über Urheberrechte aufklären, um ihre proprietären Produkte zu schützen. Und das war eine ganz große Vordiskussion in der Jury. Sie sind da nicht in den Wettbewerb zugelassen worden, weil sie NC-ND-Lizenzen verwendet haben für den Kern ihres Materials. Das war dann ausgeschlossen. Aber also das war Glück, weil die Frage haben wir damit erstmal abgewürgt. Ansonsten wäre es total spannend gewesen, ob dieses große, große Unternehmen, diese Marke, möglicherweise sogar bei den OER Awards unter die Nominierten gekommen wäre, weil die machen sehr, sehr gute Materialien. Kann man nicht anzweifeln. Okay, vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Jetzt hatte der Herr hier vorne sich gemeldet noch. Ja, Leonard Dobusch ist mein Name, ich bin Hochschullehrer und ich wollte an zwei Dinge anknüpfen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass bei den Lehrerinnen und Lehrern das Problem das mangelnde Unrechtsbewusstsein ist, sondern ich würde eher sagen, da gibt es eine Tradition von gesundem Rechtsempfinden, das quasi eigentlich im Widerspruch zum Urheberrecht steht. Und das Zweite, was ich ansprechen wollte, war diese Sache mit der Kultur des Teilens, die fehlen würde. Und jetzt bin ich Hochschullehrer, das heißt, ich kann nicht für die Schulen sprechen. Ich stelle mir aber vor, dass das da ziemlich ähnlich abläuft. Ich habe gerade meine Universität gewechselt, was bedeutet, dass meine Vorlesungen, die ich hier an der FU Berlin gehalten habe, in Zukunft von Kolleginnen und Kollegen übernommen werden müssen. Und was ist das Normalste auf der Welt natürlich? Die kommen zu mir und fragen, könnte ich mal so deine Folien vielleicht haben? Und was da sonst noch alles an Material zur Verfügung steht. Und natürlich gebe ich ihnen das, ja, weil das ist selbstverständlich. Und Spoiler, ich habe es natürlich auch bei meinen Vorgängern genauso gemacht. Ja. Also da ist, würde ich sagen, eine totale Kultur des Teilens vorhanden. Natürlich hilft man sich aus. Nur die endet
an den Grenzen der Institution, die endet an den Walled Gardens dieser Online-Lernmittelsysteme, die es auf den Unis gibt. Ja? Und da ist dann natürlich diese Rechtsunsicherheit schon ein großes Thema. Und das bringt mich zu einerseits einem Punkt, den ich noch unterstreichen möchte in meiner Frage. Ich möchte unterstreichen, dass es bei OER eben nicht um E-Learning geht. Und hier am Podium hatte ich schon auch manchmal wieder das Gefühl, es ging mir viel zu sehr um die Frage Tablet-Klassen, Infrastruktur, funktioniert das WLAN? Ich will auch OER, wenn es kein einziges Internet an irgendeiner Schule gibt, weil die Lehrerinnen und Lehrer zu Hause sich das dann halt runterladen und ausdrucken, wie sie es jetzt auch machen, und bessere Lehre damit machen können. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, und da freut es mich, dass jemand von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe da ist, weil in dem Positionspapier, das da veröffentlicht worden ist, steht ja drinnen, und ich glaube, das ist eigentlich eher so gemeint mit, man kann sich als öffentliche Hand nicht deutlich für Open Educational Resources aussprechen. Es steht nämlich drinnen, die öffentliche Hand hat bei OER strikte Neutralität zu wahren. Das steht dort wörtlich. Und ich finde das eigentlich super, weil ich würde mir total wünschen, die öffentliche Hand wäre bei der Finanzierung von Lehrmitteln halbwegs auch nur annähernd neutral. So ist es aber eben überhaupt nicht, sondern gibt derzeit keine Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln OER zu finanzieren. Ich habe selber auch in einer Studie mitgearbeitet, die versucht hat, für Berlin das zu untersuchen. Und also derzeit ist es nicht möglich. Und meine Frage an vor allem die politische Seite am Podium, Bund-Ländergruppe: Wie werden wir denn endlich neutral? Also wie schaffen wir es denn, dass wir bei der Finanzierung von Lernmitteln, wie sie heute läuft, wie kommen wir da in Richtung Neutralität mal? Herr Gottwald. Also einfach umswitchen kann man das sowieso nicht. Und dieser erste Bericht, das war sozusagen 2015 im Februar veröffentlicht, das war die erste Aussage, die sozusagen die KMK zusammen mit dem Bund veröffentlicht hat. Und das ist ein Zeitpunkt, wo man natürlich sagen muss, wir müssen uns die Bildungslandschaft, wie sie jetzt da ist, auch mit den Bildungsmedien, genau anschauen. Ich hatte das vorhin mit Zulassungsverfahren erwähnt. Dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Wer bestellt, der muss auch bezahlen, denn wenn wir als Länder den Kommunen, die nämlich die Sachaufwandsträger sind, die müssen das irgendwie finanzieren nachher, sagen, wir machen das jetzt so und so, nicht mehr wie bisher, dann müssen die Länder die Kosten dafür auch übernehmen. Und deshalb muss man erstmal eine Lösung haben, wie man OER und bisher vorhandene Bildungsmedien zusammen in ein System hineinbringt. Der integrative Ansatz ist das Richtige. Nicht entweder oder, sondern ein integrativer Ansatz. Und dazu passt auch die Kultur des Teilens. Sie haben gesagt, dass das eigentlich doch eine ganz gute Kultur des Teilens gibt, zumindest an den Hochschulen. An den Schulen gibt es auch eine Kultur des Teilens, aber höchstens an derselben Schule und im Fachkollegium untereinander. Das ist besonders, als in Deutschland die Gesamtschulen aufkamen, 70er Jahre, da waren dann in Fachräumen ganz viele Materialsammlungen, aber alles Hängeordner mit ganz vielen Arbeitsblättern. Aber OER ist ja was ganz anderes. OER ist ja eine Kultur des Teilens über meine Schulgrenze hinaus, sodass ich also bundesweit was finden kann. Und das ist ja das Ziel, was wir haben müssen, dass wir bundesweit Materialien haben. Und da würde ich sagen, sind wir auf dem Weg, dass wir auch in dieser Arbeitsgruppe, die zurzeit noch arbeitet, den Weg beschreiten werden, dass wir vorschlagen, dass es eine integrative Lösung geben soll, wo OERs genauso wie andere Materialien aufzufinden sind, zu verwenden sind, dass dafür natürlich eine ganze Menge Länderentscheidungen dann notwendig sind, die über die KMK erstmal eingesteuert werden können, ist, glaube ich, verständlich, weil die Hoheit für die Bildung in jedem einzelnen Land erstmal festgelegt ist. Jetzt ist da vorne noch eine Wortmeldung, noch drei Stück. Wir machen erstmal da vorne weiter. Nach hinten. Zurück, genau. Hallo, Simon Köhl ist mein Name. Ich arbeite für die Lernplattform Serlo und wollte kurz einen Gedanken teilen, nämlich, dass ich die OER-Bewegung inzwischen als sehr zweigeteilt wahrnehme. Ich sehe auf der einen Seite sehr positiv, dass viele pädagogische Wünsche wie eine Kultur des Teilens, Partizipation der Schüler, das Auflösen des Frontalunterrichts, dass die OER-Bewegung hier sehr gut als ein Katalysator gewirkt hat, um diese Dinge voranzubringen, ein bisschen mit dem Thema OER zu verknüpfen auf der einen Seite. Und sehe aber ein bisschen auf der anderen Seite, dass die Lösungen, die diskutiert werden, dem überhaupt nicht gerecht werden. Und ich sehe quasi die Lösung des Verteilungsproblems. Es gibt irgendwie Ersteller und dann
gibt es Plattformen, wo diese Sachen disputiert werden und wieder andere Plattformen, wo sie erreichbar sind. Ich glaube, dass diese Ansätze in 5 bis 10 Jahren keine Rolle mehr spielen werden, weil inzwischen die Lernplattformprodukte, die sich in den USA zum Beispiel durchsetzen, ich nenne mal als Beispiel die Khan Academy oder das System Alex von McGraw-Hill Education, viele von den Dingen, die wir uns pädagogisch wünschen, leisten, aber die Offenheit im Sinne der freien Lizenz einfach nicht mitnehmen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier viele Leute, die Ahnung von Pädagogik, von politischen Prozessen haben, sich für diese Dinge erfolgreich einsetzen, aber Leute anfangen, Produktlösungen dafür zu entwerfen, die das vorher eigentlich nicht gemacht haben. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, dass hier so ein Inkooperationsprozess stattfinden wird, wo eben technologische Lösungen, wie ich gerade schon sagte, die viel von unseren pädagogischen Wünschen erfüllen, quasi in der Breite sich durchsetzen und dann bleiben die idealistischen Wünsche, die wir haben, glaube ich, nicht mehr übrig. Vielen Dank. Dann war hier vorne eine Wortmeldung und dann hier. Da, einmal hier. Die Dame, genau. Die Dame, genau. Nele Hirsch, ihr Bildungslabor. Ich wollte noch mal eingehen auf die Diskussion auf dem Podium. Wie sehr überladen wir OER oder was sind auch Voraussetzungen sozusagen für OER? Ich finde auch, dass man das ein bisschen trennen muss. Also, dass wir auf der einen Seite wirklich dieses, wenn wir so nennen wollen, schnöde Thema OER haben. Aber auf der anderen Seite die Frage, wann ist denn überhaupt ein Potenzial von OER richtig da und wann kriegt man das auch umgesetzt? Und ich glaube, das hat man wirklich in voller Breite erst dann, wenn man OER verbindet, auch mit Open Educational Practices. Also wenn man sich überlegt, wie implementiert man das, wie bekommt man das dann hin? Und da ist dann schon sowas wie sowohl eben die Medienkompetenz als auch die technische Ausstattung, als auch die Kultur des Teilens einfach erforderlich, dass eben sowas konkret passieren kann, wenn ich in der Klasse stehe und einen besseren Unterricht machen will, dass ich die Schülerinnen und Schüler beteiligen kann, dass ich mehr kooperative Lernformen machen kann, dass ich individualisiertere Lernmaterialien und so weiter machen kann. Das soll dann jetzt gar nicht heißen, okay, wir überladen jetzt dieses Thema OER und machen es dadurch tot, sondern ich würde eher dafür plädieren, weiterzumachen wie bisher und dieses Thema OER weiter zu verankern, aber das eben mit zu verbinden mit dem Prozess, wo wir insgesamt hinkommen, auch zu einer anderen, und ich würde es dann eben auch nennen, einer besseren Bildung, weil sie kooperativer, individualisierter, mit mehr Perspektiven, aktueller und so weiter und so fort ist. Hier wird heftig der Kopf geschüttelt. Habe ich gedacht. Ja, das ist in den Schulen oder in anderen Bildungseinrichtungen, diskutieren die das ja viel länger und machen es viel länger, als es einen Begriff wie Open Educational Practices gibt. Also wenn man da jetzt ankommt und denen sagt irgendwie, und jetzt Open Educational Practices, warum soll das für die anschlussfähig sein? Also diese Debatten gibt es schon längst viel länger, als wir über OER diskutieren. Diskutieren wir über andere Lehrformen, andere Lernformen in allen Bildungsbereichen. Und ich finde, da brauchen wir nicht ein neues Konzept und ein neues Buzzword oben draufsetzen, sondern wir können gucken, wie bringen wir diese Sachen zusammen, die wir in dem OER-Diskurs haben, und die Sachen, die schon längst da sind. Wie machen wir das anschlussfähig? Und ich glaube nicht, dass wir es anschlussfähig machen, indem wir ein neues Wort und vielleicht sogar so tun, als wäre es ein neues Konzept obendrauf sitzen. Denn das ist das, was Simon gesagt hat, den ich sehr schätze, aber den ich fundamental widersprechen würde bei dem Punkt, OER hat da wunderbar als Katalysator gewirkt. Diese ganze Entwicklung wäre ohne OER ganz genauso gewesen. Also sehe ich überhaupt nicht. Gut. Ja, man darf auch gerne mal klatschen, wenn man Zustimmung äußern möchte. Ich würde gerne einmal das Wort an den Mann mit dem Hut hier vorne geben und dann die Dame, die sich da hinten. Ja, hallo, René Pickert. Ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. In den letzten 5 Jahren hat der Staat etwa 250.000 Euro ausgegeben, damit ich Lehrmaterialien erstelle. Das Problem ist, jetzt gehe ich weg und die Lehrmaterialien gehören mir nach dem Urheberrecht, obwohl sie eigentlich dem Staat gehören sollten. Und da würde ich gerne an die Fragen von Leonard Dornbusch anschließen. Was macht die Politik, also die Frage ist an Sie, Frau Esken, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert? Also ich schätze das Urheberrecht, ne, aber ich hatte ja hier einen klaren Auftrag. Warum gehört das mir und nicht der Gesellschaft? Das ist eine Sache, zu der wir gerade in den letzten Wochen, Monaten eine Position erarbeitet haben. Tatsächlich steht aber auch schon im Koalitionsvertrag des BMBF, möge eine Open-Access-Strategie, eine umfassende Open-Access-Strategie entwickeln. Und da gehören natürlich auch Lehr- und Lernmaterialien an Universitäten dazu, aber natürlich auch jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse, die mit öffentlicher Finanzierung
entstanden sind, dass wir dafür plädieren, dass eben die Publikationspraxis dahingehend weiterentwickelt wird, dass das, was mit öffentlichen Mitteln entstanden ist, dass das der Öffentlichkeit auch zur Verfügung gestellt werden soll. Und dazu gehören insbesondere die Lernmaterialien. Darf ich eine Anschlussfrage noch gerade stellen? Na klar. Es ist so, dass den Kurs, den ich erstellt habe, habe ich als OER erstellt. Und es war unfassbar schwierig, weil so viele Materialien, die ich benötige, nicht offen sind. Das heißt, ich musste die ganzen Sachen neu erstellen, neu machen. Ich hatte Glück, dass ich die Möglichkeiten hatte, so viel Zeit reinzustecken. Meine Kollegen können das oftmals nicht machen. Das heißt, auf einmal wird es doch teuer. Wie wollen Sie das herstellen? Also nur ein Gesetz zu machen, zu sagen, es muss alles frei sein. Ja, aber ich kann ja nicht aus den ganzen Papieren, die ich verwende aus den USA, für die Lehre die Sachen einfach raubkopieren und unter eine offene Lizenz stellen. Da ist ja ein Widerspruch. Wie lösen Sie das? Ja, das ist auch tatsächlich richtig schwierig. Ist auch eine Sache, die Schulbuchverlage anführen, die sagen, wir haben aber da eben eine ganze Menge Materialien, die stehen unter welchen Lizenzen auch immer. Wir haben einzelne Verträge, mit denen die Autoren als Autoren für uns arbeiten, ganz unterschiedliche Grade von Gebundenheit auch. Und wie kommen wir aus der Kiste raus, weil die Sachen sind ja nun schon da. Es gibt eine ganze Menge Content, der eben auf diese unterschiedlichen Arten und Weisen lizenziert ist. Und wie kommen wir da weiter? Das kann nur ein Entwicklungsprozess sein. Das ist tatsächlich eine wirklich schwierige Sache, die sich aber auch nicht durch Gesetzgebung lösen lässt. Wir können nicht bestehende Rechte aufheben, ja. Das ist, glaube ich, eine Sache, die einfach in der Entwicklung kommen muss, dass mehr und mehr eben Dinge, Materialien, einzelne Content-Schnipsel entsprechend lizenziert sind, damit ich auch da dann Zusammenstellungen, Remixe und so weiter auch wirklich freistellen kann, ohne womöglich eben wieder eine Verletzung zu begehen. Elli Köpf hat dazu noch eine Ergänzung. Ich würde da ganz gerne einen Serviervorschlag dazu bringen. Im Rahmen des Projekts wurde es auch sehr viel diskutiert und ein Lösungsansatz dazu ist ganz relativ einfach klingend Zeitkontingente für Lehrende einzurichten, dass sie tatsächlich die Arbeit, wie du sagst, die du in deiner Freizeit gemacht hast und die dann irgendwie so nebenher laufen muss, dass man das tatsächlich auch als einen Teil der Arbeit, die Lehrende nun mal tun, auch entwertet und vergütet und dadurch wiederum auch einfach Zeitkontingente erarbeitet und erstellt, in der Lehrenden dann solche Dinge auch erstellen können und es nicht erwartet wird, dass man das in der Freizeit macht, wie René das gerade beschrieben hat. Gut, vielen Dank dafür. Ich würde dann jetzt gerne der Dame da hinten das Wort erteilen und danach dann tatsächlich ganz gerne mal den Blick konkreter in die Zukunft blicken, womit wir ja teilweise ja auch schon angefangen haben. Dankeschön. Ich komme auch von der Uni Claudia Bremer, Uni Frankfurt. Also ich bin in der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung tätig. Und es gab schon die Frage, wie viel Ahnung haben Lehrer von OER? Null. Also ein Durchschnittslehrer weiß mit den drei Worten nichts anzufangen. Ich habe das heute im Workshop gesagt. Das Schöne, was Joran vorhin meinte, ich erlebe das in OER-Workshops an Schulen, dass die über dieses Thema überhaupt mal kapieren, was sie im Klassenraum kopieren dürfen oder nicht. Also selbst das ist nicht bekannt. Ich bin absolut dafür, dass es eine eindeutige Ampel gibt. Die haben keine Lust, sich in CC-Lizenzen da fit zu machen, auch im Hochschulbereich. Das ist zu komplex, also es bräuchte eine sehr einfache Kennzeichnung. Das Zweite, die Kultur des Teilens sehe ich schon an Schulen, aber vor allen Dingen von Menschen, die sich kennen, auch schulübergreifend. Also ich erlebe das viel in Projekten, fachgebunden. Ich würde dafür plädieren, dass wir weggehen von OER als Elfenbeinthema, sondern reingehen in die Fächer, in andere Themen. Und deshalb bin ich so dankbar bei der aktuellen BMBF-Ausschreibung, dass eine kleine Zeile, die muss man erstmal entdecken, dass auch Maßnahmen gefördert werden, die nicht OER als Maßnahme groß draufschreiben, sondern mit anderen Themen verbunden werden. Und da genau, denke ich, müssen wir hin. Wir müssen in die Fächer und in so Themen in Schulen wie Migration, Integration, Inklusion ist gerade das große Thema. Also, dass wir OER mit solchen Anliegen verbinden, aber vor allen Dingen mit Fächern. Und dritter Punkt, ich betreue gerade ein Projekt von mobiles Lernen in hessischen Schulen an 6 Grundschulen. Und wir wollten, dass die Lehrerinnen und Lehrer dort ihre Unterrichtskonzepte teilen mit anderen. Und da bin ich im Phänomen auf die Spur gekommen, das hätte ich nie vorhergesehen. Die trauen sich einfach nicht. Die denken, das, was sie machen, ist gar nicht so viel wert, es der Öffentlichkeit zu zeigen. Das heißt, da müssen wir eine Kultur der Ermutigung, und ich hatte ein anderes Projekt betreut, 14 Berufsschulen in Hessen, Filbe, die haben Content tauschen wollen, hatten keinen Ort dafür. Das war noch, bevor sie daran dachten, Moodle Hub einzurichten. Dann haben sie aus Verzweiflung irgendwie bei Google oder Dropbox genutzt.
Wenn die ein Portal finden würden, wo die einfach ihre Sachen tauschen und dabei auch der Öffentlichkeit bereitstellen, wie beiläufig auch der Öffentlichkeit, aber eigentlich erstmal fürs Projekt mit einem hohen Eigennutzen, und das sind so Ansätze, dass wir viel mehr rangehen an konkrete Projekte und an die Fächer, als es so abgehoben zu diskutieren. Und wir brauchen keine OER-Qualifizierungstage, wir müssen das in Qualifizierung zu anderen Themen wie beiläufig mit reinnehmen. Und hier findest du übrigens auch was, und das ist die Ampel. Ich glaube, dann haben wir eine Chance und wir müssen so wirklich so in die Breite, ins Feld. Ja, danke. Ja, eine perfekte Überleitung für uns jetzt zu dem Blick in die Zukunft. Was sind die nächsten Schritte? Also das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich ganz gerne mal wissen möchte. Wie kann das denn tatsächlich gelingen? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Lehrerin, der habe ich gesagt, hier, ich moderiere was zum Thema Bildung, Digitalisierung, das auch echt für dich cool ist, würde dich doch interessieren, die hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, du, ich habe so viel mit Inklusion und hier und diese Fortbildung, die hat da gar kein Interesse dran geäußert. Wie kann es denn gelingen, also vielleicht kann Elli Köpf da Erkenntnisse oder Ideen aus dem Projekt mal benennen, das tatsächlich lang- oder mittelfristig mehr in die Breite zu tragen. Also wie gelingt es, ich bleibe mal beim Beispiel Schulen, den Lehrern klarzumachen, das bringt euch was. Ja, also eine Sache, die im Projekt immer wieder deutlich gemacht wird, ist, es ist nicht allen der Mehrwert klar. Also warum soll ich das denn jetzt machen und das jetzt nicht zu verkaufen, da würde ich der Claudia Bremer auf jeden Fall zustimmen, als was, was jetzt noch on top kommt, sondern integrative Modelle auf jeden Fall anzuwenden. Das heißt, OER zu integrieren. Es gibt E-Learning-Zentren, es gibt Medienkompetenzfortbildungen, es gibt ja, ich habe es meiner eigenen Laufbahn, denk oft zurück, dass ich einen Kurs an der Uni hatte mit wissenschaftlichem Arbeiten, das war im Projekt jetzt auch immer mehr wieder an Hochschulen. Es gibt Möglichkeiten, in die man diese, wie ich es nennen würde, OER-relevanten Themen sehr gut einbinden könnte, und ich glaube, dafür sollten wir Rechnung tragen, dass das geschieht. Und zum anderen, das, was ich vorhin auch ein Stück weit schon meinte, wir müssen weiterhin Dialoge führen, weil ich glaube, ohne das wird es nicht gehen. Und das ist zwar immer ein Stück weit der steinige Weg. Also wir haben es im Projekt ja selber gemacht. Irgendwie denkt man dann immer, ach, es wird viel schneller gehen, wenn das jetzt mal einer irgendwie alleine macht. Ich glaube aber, dass nur im Rahmen von Dialogen wir da zu einem Ziel kommen und dann tatsächlich die Bedürfnisse aus der Praxis, wie es jetzt gerade auch aus dem Publikum an mehreren Stellen kam, zu schaffen, das dann so zu kommunizieren, dass das nachher auch auf einer oberen Ebene ankommt und sowohl auf institutioneller als auch auf staatlicher Ebene, aber auch innerhalb des Kollegiums in einer Kultur des Teilens umgesetzt werden kann. Ich gebe die Frage direkt mal auch noch mal an Jöran weiter. Du hast schon ganz heftig mitgeschrieben. Ich denke, dass du einiges hast, was du mir sagen kannst. Was könnten nächste Schritte sein, um OER weiter in die Breite zu treiben und weiter bekannt zu machen? Auch? Ich tue so, als wäre das eine Antwort auf die Frage. Claudia Bremer an einer Stelle Zustimmung, nämlich irgendwie in die Breite im Sinne von OER immer als Antwort auf die Fragen, die tatsächlich dringend haben, reinbringen. Was aber nicht so richtig davon entlastet, dass man halt trotzdem erstmal lernen muss, wie das funktioniert. Widerspruch an der Stelle, und das würde ich jetzt nicht nur, weil Claudia es gerade gesagt hat, sagen, sondern weil das auch politisch ja diskutiert wird, die Ampel im Sinne von irgendwie ein neues Lizenzsystem oder sowas. Ja? Also die CC-Lizenzen sind nicht so schlimm, wenn man einfach alle weglässt, die man nicht gebrauchen kann. Und dann bleibt halt nur CC BY übrig und vielleicht auch irgendwie nächstes Jahr nur noch CC Zero. Ich glaube, meine Meinung ändert sich da schnell. Da würde ich auch inzwischen, wir sind ja jetzt mit dieser Forderung öffentlich finanziert, offen lizenziert, schon relativ weit gekommen, jetzt würde ich schon zu CC Zero irgendwie dann übergehen da an der Stelle. Dann haben wir ein neues Ziel für die nächsten 2-3 Jahre. Dann aber auch, ich würde alle Hoffnungen zurückdrehen oder nicht zu hoch bewerten, die an diesen Kulturveränderungen angehen und an der Lehrerausbildung. Wir haben in allen OECD-Ländern die längste Lehrerausbildung, die es gibt. Wenn wir jetzt sagen, wir ändern was in der Lehrerausbildung, kommt es in 10 Jahren mit den ersten Leuten da so ungefähr an. Das heißt, das spricht nicht dagegen, das zu machen. Man muss es machen, natürlich muss man es machen. Und man muss ja auch irgendwo anfangen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da kommt dann die Revolution oder sowas. Und auch alles mit den Mehrwert erklären oder sowas. Alle Sachen, die mit Kultur oder Mehrwert erklären, hängen oft so mit so Missionierung zusammen. Die müssen es nur noch einsehen. Und die haben aber wirklich dringend. Es ist nicht so, dass sie es nur nicht erkennen. Die haben wirklich Dringenderes zu tun. Und da sehe ich inzwischen pragmatisch nur Lösungen, die vollkommen unsexy sind, nämlich sowas wie Arbeitsteilung. Wenn die das nicht so weit bringen, dass sie es veröffentlichen können, weil es ist einfach 3-mal so viel Arbeit, wenn ich es wirklich ganz offen ins Netz bringe, dann müssen wir ihnen halt diese letzten Schritte ihnen abnehmen. Und dann müssen wir da halt irgendwie eine Zentralstelle mit toten Briefkasten ein
einrichten. Und wenn ein Lehrer da das abliefert, dann gibt es da eine Stelle, wo die Leute sich drum kümmern. Ist das sauber lizenziert? Was für ein Stempel gibt es da drauf? Und so weiter und so weiter. Wie wird das verschlagwortet und so weiter. Weil auch wenn die Leute das einsehen und lizenzieren, verstanden haben und qualifiziert sind und so weiter, trotzdem haben sie Dringenderes zu tun. Insofern würde ich sagen, okay, Arbeitsteilung. Achso, einen Punkt, noch einen halben Satz. Fokus auf neues Material. Also nicht irgendwie versuchen, altes Material umzuwidmen oder sowas. Alle Erfahrungen in der Praxis zeigt, es ist super anstrengend. Es ist 10-mal so viel Aufwand, als wenn man bei was Neuem von Anfang an auf freie Lizenzen setzt. Es gibt einen freundlichen Menschen, der das im Bereich mal versucht hat für eine größere Plattform. Und der hat gesagt, um die Rechte von altem Material zu klären, müssen sie natürlich Geld für Lizenzen ausgeben, weil sie die Leute, die früher das hergestellt haben, dafür entschädigen, dass das dann unter freier Lizenz veröffentlicht wird. Sie geben 5 bis 10 Euro an juristischen Ausgaben aus für 1 Euro Lizenzgebühr, um das Ganze überhaupt geklärt zu haben. Also da würde ich drauf setzen, wirklich, man fängt bei den Sachen an, die jetzt neu kommen und versucht nicht altes Material umzuwidmen sozusagen. Vielen Dank. Dann gerne noch die Frage an Frau Esken, was aus bildungspolitischer Sicht die nächsten Schritte sind. Also wie kann Politik da einen Rahmen bilden, um solche Dinge, wie hier angestoßen worden sind, auch zu fördern? Oder was würden Sie sagen, ist aus politischer Sicht als nächsten Schritte wichtig? Was Jörn da jetzt angesprochen hat von wegen Arbeitsteilung, sprich Unterstützung dessen, dass aus dem, was ganz viele Lehrkräfte ja schon machen, nämlich eigenes Material zu erstellen, dann auch tatsächlich dieses Material ins Teilen und Weiterentwickeln und Remixen zu bringen und verfügbar für alle zu machen, dann wäre das ja sicher eine öffentlich zu finanzierende, öffentlich zu fördernde Struktur. Die entsteht nicht aus dem Nichts. Ja. Irgendjemand muss die Leute bezahlen, die es tun. Und ich denke, da hat die öffentliche Hand eine Verantwortung. Aber da sind wir sicher noch in einem Prozess zu entwickeln, wie können wir auch ja die unterschiedlichen Ebenen da beteiligen und wer könnte wie. Ländergrenzen machen da eigentlich, also Bundesländergrenzen machen da eigentlich an der Stelle keinen Sinn. Ja. So wie wir heute... Selbst Nationalgrenzen womöglich nicht. Ja. Wow, das ist ganz spannend. Ja. Genügt es denn, von staatlicher Seite die Rahmenbedingungen zu schaffen und zu fördern, oder sollte der Staat auch Materialien in Auftrag geben? Das weiß ich nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht tatsächlich schon viel, viel mehr gutes Material vorhanden ist, als wir eigentlich glauben. Ob jetzt eine staatliche Stelle sich anfangen muss zu untersuchen, gibt es denn in diesem Bereich noch zu wenig und müssen wir da mal irgendwo die Entstehung von OER fördern, bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich finde den Vorschlag, den Eli Köpf aus dem Prozess heraus, beziehungsweise der im Prozess entwickelt wurde, nämlich da Zeit dafür zu geben, den finde ich eigentlich ganz charmant, muss ich ehrlich sagen, anstatt jetzt in Auftrag zu geben. Denn da ist ja doch irgendwie ein Markt vorhanden, der auch die Bedürfnisse und Bedarfe deckt, weil sie eben da sind und weil sie eben gedeckt werden müssen. Nicht von staatlicher Seite jetzt zu sagen, wir machen Bildungsmaterialien. Das tun wir ja bisher schon nicht und aus gutem Grund, sondern überlassen das Verlagen und anderen. Herr Gottwald, Sie haben eine Anmerkung direkt dazu? Kann ich gleich unterstreichen. Das wäre also wirklich ein Paradigmenwechsel, wenn staatliche Stellen jetzt Bildungsmaterialien in Auftrag geben. Das haben sie noch nie gemacht. Und da bin ich eigentlich sicher, dass man das in dieser Form so krass dann noch nicht tun wird. Sicherlich kann man versuchen, Übergangsszenarien zu machen, dass man sagt, wenn wir auf digitale Produkte setzen, die sind ja eigentlich preiswerter als analoge Produkte, weil Papier und alles wegfällt und Distribution über irgendwelche Schienen oder Straßenwege, dann müssen die Preise, die man jetzt hat, nicht so hoch sein. Und wenn allein die Lehr- und Lernmittel-Etats, die zur Verfügung stehen, einfach mindestens auf dieser Höhe erstmal bleiben, hätte man schon ein bisschen Luft, um sowas auch zu machen. Das wären durchaus Möglichkeiten. Ansonsten aber, so eine Zentralstelle, die alles sozusagen nochmal feinschleift und dann richtig gut macht, so viele Materialien, die dann kommen könnten, kann so eine Stelle gar nicht bearbeiten. Das können immer nur oder man muss eine Riesenstelle machen. Also das halte ich für relativ schwierig umsetzbar. Aber wir haben doch Strukturen. Wir haben Landesinstitute, Fortbildungsinstitute
Und wenn es uns gelingt, in die Fortbildungsinstitute das hineinzubringen und in jede Fachfortbildung, die gemacht wird, da finde ich das ganz gut, das Thema Inklusion. Das ist ein Thema, wo es sehr viele Fortbildungen gibt, aber dass man den Bereich digitale Medien dort mit integriert, das kommt leider selten vor. Es kommt vor, wenn man dieses institutionalisieren kann und die Landesinstitute auch, ich sage es mal so, auch dazu verpflichtet, das mit umzusetzen, dann hätte man hier die Möglichkeit, beispielhaft Dinge zu entwickeln, die man dann auch wieder wirklich als OER veröffentlicht. Und interessant, ich hatte heute einen Anruf aus Rheinland-Pfalz, der hat gesagt, bei unserem Landesinstitut in Hamburg gibt es für Deutsch als Zweitsprache ein tolles Material, das würde er gern verwenden. Dieses Material ist aber ein Mix. Das hat zum Teil eine CC0-Lizenz und zum anderen ein Copyright Landesinstitut Hamburg. Muss das sein, fragt er. So, damit gehe ich also morgen zum Direktor des Landesinstitutes und sage, bitteschön, warum habt ihr jetzt für die Sachen, die ihr gemacht habt, extra noch ein Copyright Landesinstitut? Ist das notwendig? Also hier sollten die Sachen, die an staatlichen Instituten erstellt werden, auch immer unter solch eine frei verfügbare Lizenz mit Bearbeitungsrecht gestellt werden. Dann möchte ich jetzt auch gerne Ihnen noch die Möglichkeit geben, was sind aus Ihrer Sicht nächste Schritte? Ich habe hier vorne schon gesehen, gibt es eine Wortmeldung. Was sollten wir jetzt angehen? Ich habe heute gelernt in dem Workshop mit Leuten von den Bildungsservern, dass der Staat längst OER herstellt, und zwar in Baden-Württemberg. Da sind 40 Lehrer, 6 Deputate, kennen mich nicht aus damit, freigestellt, um OER zu produzieren. Die machen zwar noch keine CC-Lizenz drauf, aber das kommt auch. Das heißt, dieses Bundesland macht es bereits. Auch im Bundesland Berlin gibt es bereits staatlich erstellte OER, und zwar von hoher Qualität, habe ich auch gelernt, in diesem Workshop, die von irgendeinem Landesevaluierungsinstitut sozusagen an den Lehrplan angeklebt werden. Das heißt, die Behauptungen, die da vorne aufgestellt werden, dass der Staat das nicht tue, sind falsch. Und ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach einen Sack voll Geld auf den Tisch stellt und sagt, jeder, der OER herstellen will, und weil er schon eine hohe Qualität produzieren will, der meldet sich bei uns und beantragt es und er kriegt es dann. Da kann man ja auch überlegen, ob da zum Beispiel der Klassensprecher des OER, Jöran Mus-Mehrholz, und ein staatlicher Vertreter dabei drin sitzt und dann auswählt und sagt, dieses Projekt ist es wert. Ich bin mehrfach angesprochen worden nach dem Workshop gestern am Sonntag, wo die Leute gesagt haben, bei uns gibt es keine Lehrmaterialien oder die Kommune bezahlt sie nicht, wir machen längst unsere eigenen OER, aber wir würden dafür gerne Geld haben. Warum gibt es nicht die Möglichkeit, den Sack voll Geld auf den Tisch zu stellen und es so wie in Baden-Württemberg zu machen, dass OER sozusagen natürlich jetzt nicht im Ministerium, aber von freigestellten Lehrern erstellt wird? Ging die Frage an jemanden Speziellen oder sonst Herr Gottwald, möchten Sie darauf antworten? Ja. Na, in Berlin war es ja ein Projekt, das extra gemacht wurde. Solche Projekte wird es wahrscheinlich in Zukunft auch in Ländern geben können, durchaus. Auch in Baden-Württemberg, die haben nun ein sehr großes Landesmedienzentrum, wo sehr viele Menschen auch immer noch tätig sind. Die haben es da etwas leichter, so etwas in Gang zu bringen. Aber in den anderen Bundesländern ist das noch ein bisschen, im Moment noch nicht auf der Tagesordnung. Heißt aber nicht, dass solche Projekte kommen. Über die KMK selber wird man sowas nicht verordnen können. Frau Esken? Es ist ja jetzt ein bisschen einiges durcheinander in einem Satz oder in zweien genannt worden. Lehrkräfte, die freigestellt sind, um bestimmte Tätigkeiten durchzuführen. Solche Stunden an Schulen oder übergreifend in Schulamtsbezirken oder wie auch immer, gibt es eine ganze Menge. Da sind die dann zuständig zum Beispiel auch für die Administration des Schulservers, halte ich für relativ problematisch, sogenannte Entlastungsstunden. Und so sind eben diese Projekte auch sozusagen finanziert. Aber da gibt es keinen Sack voll Geld und keinen Haushaltstitel im Haushalt des Kultusministeriums Baden-Württemberg, wo man sagt, wir geben Geld für die Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien, sondern da werden Lehrkräfte freigestellt, so wie sie zum Beispiel auch zur Erarbeitung des Bildungsplans freigestellt worden sind, zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen, wo der Bildungsplan entstanden ist. Und
Das ist eine Form, das war ja vorher von Elli Köpf schon so auch angemerkt worden. Man könnte den Lehrkräften Zeit geben, um ihre Materialien zu erstellen und auch entsprechend zu lizenzieren und dann auch in den Teilungsprozess sozusagen zu geben. Das ist eine andere Form der Unterstützung, als jetzt Geld auf den Markt zu werfen und zu sagen, wer auch immer kann sich darum bewerben und Materialien erstellen. Das ist eine andere Schiene. Wir hatten ja vorher auch gehört, warum kann denn nicht alles, was aus öffentlicher Hand finanziert wird, dann tatsächlich auch offen lizenziert sein? Oder sollte das nicht so sein? Oder muss es nicht so sein? Ich würde das gerne mal weitergeben an Elli Köpf, weil ja das Thema Geschäftsmodelle auch ein Teil des Projektes war. Also es scheint ja hier auch einfach um das Thema Geld zu gehen. Also wie kann sich das Ganze finanzieren? Was können wir daraus ableiten? Sehr spannende Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, eine Sache, die hier angesprochen wurde, die ich vorhin gesagt habe, die jetzt gerade eben auch nochmal genannt wurde, ist eben wirklich die Frage der Entwertung. Und ob das jetzt in Form von Geld ist oder in Form von Zeitkontingenten, ich glaube, das ist genau die Frage, die wir uns stellen müssen. Eine weitere Idee, die im Raum steht und auch im Rahmen des Praxisrahmens beschrieben ist, sind tatsächlich einfach sowas wie ein Schulbuchpreis auch für OER zu erweitern. Es gibt bereits ein erstes Modell, du hast es schon mehrfach erwähnt heute. Also ich freue mich irgendwie auch darüber, dass bestimmte Dinge den Weg in die Umsetzung schon bereits gefunden haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Frage, die dahinter steht. Und im Rahmen des Projekts, es gibt ein ganzes ausführliches Kapitel dazu, da ist es tatsächlich so gesagt worden, dass oder mehrfach so genannt worden, es gibt sehr viele Ansätze, in denen Geschäftsmodelle bestehen können und die liegen zum großen Teil in Services. Und einige der Services haben wir heute schon angesprochen. Das ist die Frage, wo kann ich es hingeben, wie kann ich wo lade ich meine Materialien hin? Also Serviceangebote rund um die Erstellung von Materialien, das ist, glaube ich, so ein Themenfeld, das da ein großes Potenzial liegt. Joran guckt, als ob er gleich was sagen möchte. Ich gucke immer so, weil ich, das mit dem Klassensprecher muss ich ja weit von mir weisen, es würde ja irgendeine Legitimation bedeuten. Manche würden vielleicht eher sagen, ich bin der Klassenkasper von OER, aber das weiß ich nicht. Also diese staatliche Zentralstelle für Unterrichtsmedien würde ich irgendwie weit von mir weisen. Also diese Idee, der Staat bezahlt ganz viel, dann gibt es irgendwelche Gremien, die das auswählen. Natürlich überlegt der Staat, wer in diesen Gremien sitzt und das ändert sich nach der nächsten Wahl dann auch, wer in diesen Gremien sitzt und so weiter. Also da würde ich voll an den Spruch vorhin anschließen mit, wer bezahlt, darf auch aussuchen, was er haben will. Und Stiftungen sind viel, viel unabhängiger, sehr hervorragend. Also, das muss irgendwie im Zweifelsfall, ich muss ganz kurz erzählen, Christian Füller und ich haben uns kennengelernt, ich glaube bei McKinsey Bilde 2004, wir kannten uns schon aus dem Internet. Und Ziffi und ich trafen uns besoffen im Bus, den McKinsey damals irgendwie von A nach B gefahren hat. Und er begrüßte mich, weil er mich aus dem Internet kannte, mit: Du bist das neoliberale Arschloch. Und, da würde ich tatsächlich jetzt dran anschließen und sagen, in der Hinsicht würde ich das relativ politisch liberal aufziehen. Also ich will schon weiter ein System mit Wettbewerb und am liebsten mit noch mehr Wettbewerb als vorher, wo tatsächlich der einzelne Pädagoge der ist, der entscheidet irgendwie, was für ein Material er gerne möchte. Und ne, Punkt erstmal. Gut. Dankeschön, dass du den Punkt gemacht hast. Ich gucke nämlich schon auf die Uhr. Gibt es noch weitere Anmerkungen jetzt zu den nächsten Schritten? Also ich würde total gerne in einem Jahr wiederkommen und sehen, dass sich noch mehr getan hat. Aber dafür müssten wir natürlich gucken, wohin geht die Reise. Also was gibt es noch für Anregungen? Wie könnte es weitergehen? Nächste Schritte. Da vorne noch einmal. Ich begutachte regelmäßig irgendwelche Anträge von Unis, von BMBF-Förderungen oder Hochschulen. Ich bin dafür, dass radikal alles, was öffentlich gefördert wird, als OER freigegeben werden muss, was Unis produzieren. Radikal. Das wäre wirklich mein Wunsch, weil da können so viele davon profitieren. Ja. Hier allgemeine Zustimmung auf dem Podium sehe ich. Ich bin noch nicht so ganz zufriedengestellt, wie ich meine Freundin, die Lehrerin ist, davon überzeugen kann, dass das für sie tatsächlich was von Nutzen ist. Und möchte da ganz gerne nochmal auf etwas zu sprechen kommen, was Herr Gottwald gesagt hat, nämlich dass OER ein Marketing braucht. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen genauer schildern, wie diese Lösung aussehen könnte. Naja, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt.
OER müsste eigentlich eine Marke sein, die man dann kennt. Und dann weiß man, das ist etwas, sagen wir mal im besten Fall, ein digitales, interaktives Material, mit dem ich einen Unterricht machen kann, der nicht Musik von vorne macht, sondern wo die Schüler eigentlich im Mittelpunkt stehen. Ich gebe ihnen ein bisschen Informationen und sie machen, jetzt nehmen wir mal irgendein naturwissenschaftliches Fach, sie machen dazu selbst ein Experiment, nehmen das mit Video auf, erklären das ein bisschen, machen eine kleine Präsentation mit irgendwelchen Sonderanmerkungen dazu und veröffentlichen das wieder. Wir sind stolz, dass sie das gemacht haben, ihr eigenes Ding. Und ich glaube, das ist etwas, wenn das als Marke OER sich durchsetzt, dann ist das das Potenzial, was auch da drin liegt. Und ich denke, dann gibt es eine ganze Menge Lehrkräfte, die sagen, das finde ich ganz gut, das will ich auch machen, ich will es auch können, wie geht es? Und dazu müssen die Lehrkräfte eigentlich nicht zwangsläufig wissen, wie man OERs macht, das können die Schüler viel besser. Sondern, da brauchen sie auch keine Angst zu haben, sondern sie müssen wissen, wie mache ich so ein Unterrichtssetting? Das heißt, wie baue ich das so um, meinen Unterricht, dass ich nicht das übliche Schema, was ich noch im Referendariat gelernt habe und vielleicht in der Fachdidaktik an der Uni gelernt habe, durchziehe, Musik von vorn, dann 20 Minuten Arbeitsblatt, Arbeitsgruppenarbeit, dann Sicherung der Ergebnisse, Hausaufgaben klingeln. So eben genau nicht. Und um diesen Unterricht zu machen, da denke ich, mit so einer Marke OER kann man sagen, dies ist fortschrittlich als Material, um einen etwas anderen Unterricht zu machen. Frau Esken, Sie möchten da noch was ergänzen? Ja, ich denke, wir sind ja so ein bisschen in der Schlussrunde und Herr Füller hat es ja bereits aufgedeckt. Ich kenne mich so ein bisschen in Baden-Württemberg aus, wären Sie aber auch drauf gekommen wahrscheinlich. Aussprache, ne? Ich habe es doch auch am Anfang, habe ich das so schön beschrieben, wie es da aussieht. Ja, stimmt. Ja, Mensch, der Schwarzwald. Naja, wie auch immer, ich hatte... Bitte? Ich habe es ironisch gemeint, weil Sie kennen ja das Projekt von Herrn Picard. Echt? Okay. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, was ich vorher schon mal versucht habe, deutlich zu machen, dass jetzt OER in die Schulen zu tragen, den Lehrkräften zu sagen, ihr braucht unbedingt OER, wird nicht funktionieren. Ja, sondern was funktioniert ist, sagen wir mal, die baden-württembergischen Gemeinschaftsschulen, die einfach eine andere Pädagogik schon allein deshalb leisten müssen oder entwickeln müssen, weil sie ja eine sehr heterogene Schülerschaft individuell fördern müssen, und zwar in einem Unterricht, nicht in drei verschiedenen ABC-Kursen, sondern eben in einem gemeinsamen Unterricht, die Inklusion leisten müssen und vieles andere mehr, die müssen ihre Materialien selbst entwickeln, weil die gibt es ja einfach noch gar nicht für diese Art des Unterrichtens. Oder sagen wir mal, jahrgangsübergreifender Unterricht in der Grundschule, ganz genau dasselbe Thema. Und jetzt machen die an jeder Schule, entwickeln die ihr eigenes Material, aber sie tauschen es nicht untereinander aus, weil das ja möglicherweise mit Schwierigkeiten verbunden ist. Und da eben dann Lehrkräften auch an die Hand zu geben, diese Materialien, diese Art der Lizenzierung und auch die Digitalisierung an der Stelle ist die Lösung eurer Probleme, nicht natürlich nicht aller Probleme, aber ein Teil der Lösung und nicht etwa das Problem. Wir tragen euch jetzt noch ein zusätzliches Problem in die Schule, ihr müsst jetzt auch noch Digitalisierung machen. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die wir erzählen müssen, mit der wir tatsächlich auch das Thema nach vorne bringen können. Super. Geschichten erzählen, das ist ein gutes Stichwort für mich. Ich bin hauptberuflicher Geschichtenerzählerin, genau, mache viel Kinderfernsehen. Und möchte jetzt zur Schlussrunde gerne mal meine Podiumsgäste animieren, ein bisschen Fantasie aufkommen zu lassen und sich vorzustellen, hier irgendwo im Raum schwebt eine OER-Fee, wie auch immer die aussehen mag. Vielleicht hat sie ein buntes Kleid an und ein Overall, eine Nickelbrille. Vielleicht ist sie gerade so ein bisschen angeknackst, weil sie die letzten Tage total viel unterwegs war. Und diese OER-Fee, die würde jetzt Wünsche anhören. Und zwar hat jeder auf dem Podium zwei Wünsche frei, aus persönlicher Sicht, ganz persönlich. Was soll, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren für OER passieren? Jüran. Ich habe gedacht, die Abschlussfrage ist, was du deiner Lehrerin sagst. Die anderen haben jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Ich gebe der Lehrerin eine Antwort. Ist das okay? Und ich gebe, okay. Okay, also tatsächlich, um mich noch ein bisschen unbeliebt zum Abschluss zu machen, würde ich sagen, tatsächlich, wir müssen gar nicht 100% der Lehrer jetzt irgendwie schnell erreichen oder sowas. Also bei der Lehrerin, die mich fragen würde, was hat das Thema OER mit mir zu tun, würde ich sagen,
erzähl mir, was dein Problem ist und ich gucke, ob OER ein Teil der Lösung sein kann, was Saskia Esken eben auch schon gesagt hat. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Und das Blöde ist, dass für die Leute, die vielleicht hier im Raum sitzen oder zugucken oder sich insgesamt für das Thema OER interessieren, das anstrengend wird die nächste Zeit, weil wir müssen halt da sein, wo solche Fragen gestellt werden, wo Weichenstellungen gemacht werden. Das kann bei einer einzelnen Lehrerin sein, das kann in der Politik sein, wenn über die Digitalisierung ganz viel entschieden wird im Bildungsbereich, dann ist es wichtig, dass wir da sind und die OER-Perspektive damit einbringen als ein Teil der Antwort. Das kann auf zivilgesellschaftlicher Ebene sein, wo ganz viele Unternehmen, Stiftungen etc. sich viel mehr engagieren werden in nächster Zeit, als wir uns das bisher ausmalen konnten. Und dass wir da immer OER mit als Teil der Antwort oder als Perspektive mit reinbringen können. Weil es wird nicht so sein, dass wir losgehen können und die alle irgendwie mal eben qualifizieren und dann haben die das schon im Kopf oder sowas. Das wird nervig, anstrengend und es kann sein, dass wir das auch nicht schaffen. Und deswegen würde ich sagen, entscheiden da, auch wenn es jetzt nicht so super demokratisch und so weiter klingt, die Multiplikatoren, die wir erreichen müssen, sind wichtiger als die Lehrerin in der Schule. Die hat andere Probleme und das ist eine Arbeitsteilung, die auch sinnvoll ist, dass die diese Probleme bearbeitet. Punkt. Wann kommt die Fee? 5 Jahre oder was war das? Was war der Zeitraum? Ach so. Gut, ich würde also, wenn die jetzt ein bisschen in der Zukunft liegt, dann würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall Beratungsangebote, an die sich jeder wenden kann und natürlich gibt es auch Anreizsysteme, das zu tun. Insofern würde ich 2 Dinge nochmal stark machen wollen, die wurden auch aus dem Podium heute schon genannt. Das ist zum einen, glaube ich, um Innovationen zu ermöglichen, braucht es Mut. Und ich würde mir wünschen, dass diese Fee, wenn sie jetzt Pling macht, es schafft, sowohl in der Schule als auch in der Hochschule, als auch in der Weiterbildung, in der beruflichen Bildung und auch in sonstigen Bildungsbereichen, mutige Menschen dahin zu bringen, damit sie andere Menschen dazu machen, dass sie mutig sind. Das, glaube ich, würde uns auch für OER ein ganzes Stück helfen, weil, wie wir vorhin schon gehört haben, es gibt irgendwie ganz viel Angst und wie mache ich das? Und ich glaube, wir brauchen da ein ganz großes Stück mehr Mut. Und zum Zweiten würde ich dann aber zum Mut auch gerne nochmal was Zweites paaren, und zwar den Mut, Fragen zu stellen und dass es okay ist, mal was nicht zu wissen. Ich glaube, das ist auch so was, was bei OER mitschwingt, dass die Kompetenz nicht nur bei einem liegt, sondern bei ganz vielen und dass das auch Einzug halten könnte ins Bildungssystem. Das wären, glaube ich, meine 2 Feenwünsche für das kleine Mädchen. Super, dann gebe ich mal die Frage weiter an Herrn Gottwald. Haben Sie die Fee schon entdeckt hier im Raum und was würden Sie ihr mit auf den Weg geben wollen? Natürlich, die Fee schwebt doch über uns, doch klar. Na klar. Also ich gehe ein bisschen weg von OER. Ich würde mir wünschen, dass die Fee es ermöglicht, dass wir systematisch digitale Unterrichtssettings in jeden Fachunterricht integrieren können und dass dieses möglichst schnell passiert und dass wir dieses auch viel verbindlicher als bisher in Curricula verankern und auch in Gestaltung von Unterricht. Dann kriegen wir die Unterrichtsentwicklung nach vorn und dann ist Material auch da und dann funktioniert es auch mit OER. Denn solange das nicht da ist, ist diese systematische Einbindung eben ganz, ganz wenig nur möglich und bleibt dann einzelnen innovativen Lehrkräften immer noch überlassen. Und das finde ich eigentlich schade. Und das Zweite ist genau das, Elli Köpfer hat das schon gesagt, wir müssen das verbindlich in Lehrerausbildung reinbringen. Was vorhin schon geäußert wurde, hatte mich erschrocken gemacht, vor circa einem Dreivierteljahr ein Schreiben an eine Universität mit der Bitte, doch digitale Kompetenzen, Entwicklung in die Lehrerausbildung mit hineinzunehmen. Dann wurde gesagt, die KMK kommt immer wieder mit neuen Sachen. Da ist die Inklusion und dann haben wir dieses und wir haben so viel Heterogenität schon. Und jetzt kommt die auch noch mit digitalen Medien. Und das ist genau der falsche Aspekt. Hier müssen wir, und das wünsche ich mir von der Fee, dass es gelingt, bei der Freiheit von Forschung und Lehre diesen Bereich wirklich möglichst bald nachhaltig verbindlich in alle Fächer, in alle Fachdidaktiken und auch in die Fachwissenschaften mit hineinzubringen. Prima. Frau Esken, 2 Wünsche für die Fee. 2 Wünsche, ob ich gleich 2 formulieren kann, weiß ich gar nicht. Worüber wir heute Abend noch gar nicht gesprochen haben, ist, ich würde mir wünschen, dass wir in 5 Jahren einen wesentlichen Schritt weiter sind, was den allgemeinen freien Zugang zu Bildung für alle Menschen in Deutschland und darüber hinaus natürlich auch erreichen können durch offene Lizenzen. Denn wenn wir heute Abend, haben wir in der Hauptsache doch über den Einsatz von OER in Schulen oder meinetwegen auch in Hochschulen gesprochen, aber noch nicht darüber, dass auch andere von draußen
außerhalb der Bildungsinstitutionen auf Bildung Zugriff haben, also auf Lehr- und Lerninhalte und diese auch mitgestalten können und was wir uns alles darunter vorstellen. Denn ich glaube, ein wichtiger Aspekt auch der Bildungsgerechtigkeit, über die so oft gesprochen wird und die in Deutschland immer noch so sehr schief liegt, ist eben der Zugang zu Bildungsmaterialien. Das ist der eine Wunsch, den ich habe. Und der andere Wunsch, den ich habe an die Fee oder an die gesellschaftliche Entwicklung, ist tatsächlich, dass Schülerinnen und Schüler, was jetzt die Schulentwicklung oder die Entwicklung der Lernkultur auch in Schulen anbelangt, dass sie noch ein bisschen mehr auch von dem, was sie selbst im Netz erleben, in die Schulen hineintragen, um da auch einen Wandel herzustellen. Im Moment passiert es schon ganz viel damit, was Schülerinnen und Schüler im Netz entdecken an Videos. Die sind ja doch ziemlich viel auf YouTube unterwegs und ihre Erfahrungen von da draußen tragen die in den Unterricht rein und sagen, ich habe da was gefunden, da habe ich das endlich mal richtig verstanden. Ja, so ein Erklärvideo oder so ein Lehrvideo eben und das in den Unterricht hineinzutragen und damit auch so ein bisschen aufzumachen. Vielleicht muss ich als Lehrkraft nicht immer alles hundertprozentig super genau wissen, sondern da gibt es vielleicht da draußen jemanden, der es auch gut erklären kann. Ich kann das mit einbinden. Ich bin damit noch nicht in meiner Rolle als Lehrkraft vollkommen in Frage gestellt, sondern ich kann auch Impulse von den Schülern mit aufnehmen und wir kommen zu einem gemeinsamen Prozess des Lehrens, Lernens, gemeinsamen sich Bildens, sich Weiterbildens. Dann, glaube ich, ist ein großer Schritt gemacht. Herr Gottwald möchte gerne noch einmal was ergänzen. Ich wollte Frau Esken noch ein kleines Beispiel geben, gerade Bildung für alle. Ich habe einen Kollegen, der ab und zu in Flüchtlingsunterkünften ist und der sagt, was machen die, wenn sie überhaupt die deutsche Sprache nicht beherrschen? Die setzen sich zu 6, 7 zusammen, nehmen ihre Smartphones, laden sich ein paar Lerneinheiten irgendwo runter, besprechen die zusammen, üben zusammen, weil Deutschunterricht noch lange nicht mit Lehrkräften wirklich für alle so klappt. Und hier ist genau die Umsetzung, da passiert genau das. Wichtiger Punkt, das noch zu ergänzen. Dankeschön. Jetzt schiele ich auf die Uhr und das Schöne ist, wenn man nicht beim Kinderfernsehen ist, dann darf man Illusionen zerstören. Die Fee gibt es gar nicht. Aber dafür hier jede Menge total engagierte, interessierte, eifrige Menschen, die das Thema OER weiter in die Zukunft bringen wollen. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, den heutigen Abend, der ja einfach ein ganz großes Potpourri von verschiedenen Denkanstößen war, zu nutzen und diese Ansätze weiterzudenken und auch gerne heute Abend noch bei Getränken und Snacks weiter darüber zu reden und zu überlegen, wie können wir in Zukunft weitermachen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich in 5 Jahren spätestens wieder hier sein darf und gemeinsam zurückschauen kann und sich dann wieder ganz neue Ergebnisse resümieren lassen. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben und einen schönen Abend noch.